willkommen zur Theaterstadelzeit. Na, Jesus, mein Schwester putzt schon wieder. Draußen bleiben? Ja, das kannst du denken, dass ich wegen deiner Putzerei draußen bleibe. Na, dann geh her, dein Fuß auf den. Also, sei so klein. So. Jetzt kannst du mir die Nasen auch gleich putzen, ne? Zeig die Schuhe aus, bevor es in den Stuben reingehst. Ja, das kannst du denken. Also, sagtest du und deine Putzerei, ihr macht's mir mal so stocknarrig. Auch ihr zwei braucht's beißen. Du und dein Dreckbär auch. Immer mein Brotzeit. Die ist in der Küche draußen und nicht im frisch putzten Zimmer. Mama, machst mich so narrisch mit deiner Britschlerei, das so kann ich dir sagen. Aber sauber soll es schon sein, gell? Hab ja nichts dagegen. Aber musst das, kannst du nicht machen, wenn ich nicht daheim bin, oder? Okay, wann bist denn du einmal nicht daheim? Kaum Mann, jetzt habe ich mal eine Stunde, wo ich in aller Ruhe putzen kann, dann fährt dich der Teufel schon wieder her. Dann geht's schon los mit deinem Schimpfen, Beifern da. Na, ich schimpf doch nicht. Nein, du hast Beifern. Du, wenn du mal eine Frau hättest, mein Liebe. Die darf tot unglücklich sein. Ja. Oder ihr müsst jetzt auf Steizen durchs Haus laufen. Ja. Weil auch der Dreck. Ja, genau. Und du, wenn du einen Mann hättest, dann wärst du schon lang Witwe. Warum? Weil der gesungen hat aus dem Lied von jener Wein, er wurde weggeputzt von dieser Welt. Ja. Michi, bei dir ist am gescheitesten, man lass dir so, wie du bist. Jawohl, das war's. Gescheitest, du lass mich so, wie ich bin. Mit dir ist kein Hausen. Denk mal an Langwieser von unserem Nachbardorf, wie gut der mit seiner Stiefschwester zusammenhaust. Ja, die putzt auch nicht den ganzen Tag, ne? Weil's einen Staubsauger hat. Ja. Bei dem ist nämlich alles elektrisch. Da werden sogar die Kühe elektrisch gemolken. Ja, Kunststück, der hat er geerbt, ne? Vor 20 Jahren. Was war er denn da? Ein Kleinhäusler mit zwei verhungerten Kühen. Mhm. Und jetzt ist er der größte und modernste Bauer. Ja. Warum? Weil er geerbt hat, ne? Da kann jeder Depp was werden. Du, der Langwieser war fleißig, solange ich kenn. Ja. Der hätte das ganze Geld auch verpulvern können, aber nein. Grund für Grund hat er gekauft. Und heute steht er da wie kein Zweiter. Elektrisch. Und wenn ihn auch seine Neider den elektrischen Hofbauer nennen, dann ist das gerade eine Ehre für ihn. Sag mal, was hilfst denn du dem Angeber da? Ne? Weil mir das gefällt, wenn's ein Mensch zu was bringt. Ja, und elektrisch wird, gell? Und mit der Zeit geht. Ja, mit der Zeit geht. Wieder mal was sagen, dein Maulwerk, das wird, wenn elektrisch wird, das wäre schön. Warum? Na, könnte ich's abstellen, wenn ich weiß. Ja. Ja. Von Breitwieser zum Langwieser, da geht ja gar kein Weg hin. Jawohl, da hast du recht, ja. Sag mal, ihr wart doch mal gute Freunde. Was? Freunde waren wir noch nie, das heißt, wir waren auch noch nie Feinde. Ja. Aber den Angeber kann ich genauso wenig leiden wie deine Putzerei. Pass mal auf, ich habe noch nie gehört, dass der Langwieser hochmütig wäre. Da haben wir schon ganz andere Brotzen bei uns in der Gegend, gell? Sag mal, was hilft denn dauernd? Hilft mir gar nicht, ich sag bloß, was wahr ist. Ja, ja. Seine Schwester, wenn er nicht hätte, mein Lieber, dort hat er besser ausschauen. Gell, gibst du das zu, dass eine Schwester oft besser ist wie eine Frau, hä? Ja, schon, dass er einen ledigen Burm hat. Warum? Ja, weil es mir gefallen tät. Hättest du halt ein bisschen früher dazu tun sollen. Ja, ja, du hast recht, ja. Aber mal probier's halt einmal, vielleicht nimmt's dir ja, gell? Mhm. Eine Frau mit einem ledigen Kind, die muss ja froh sein, wenn's überhaupt unter die Haube kommt. Hat mir einmal einer gesagt. So, wer denn? Ja, du, wie mich das Unglück getroffen hat. Mein Michel, das vergiss ich dann nie, das sag ich dir. Ja. Überhaupt im Gefühl, das Mädel, das geht dein Leben. Rick und so ein Blödsinn, ich mag das Mädel genauso gern. Aber ärgern tut's mich halt immer, ne? Na, da siehst du's, dabei arbeitet das Mädel wie eine Magd. Aber zu modern ist sie mir. Mit einer amerikanischen Hosen läuft die rum, ne? Das macht sie mit Absicht, mit Fleiß. Ach, und sowas ärgert mich. Ist denn das, kehrst du das oder schickst du das für ein Bauernmädel? Du, das sind die Zeiten heute, da können wir nicht mehr mitreden. Da lang wie so ein Kartierbub, der geht auch mit Röhrlhosen, Pullover und spitzige Schuhe am Sonntag in die Kirche. Der Bub müsste mir kennen, mein Lieber. Den darfst du schon vergehen. Du hast leicht drin. Du hast ja kein Kind. Naja, Gott sei Dank, so weit habe ich mich nicht vergeben. Wie ich, willst du sagen, gell? Ein Breitwieser, seine Schwester, hat ein lediges Kind. Ja. Wenn er ein anständiger Kerl gewesen war, der Vater von deinem Kind, dann hätte er sich gemeldet. Ja. So oder so? Red die leicht. Hättest du gemeldet? Ich schon, weil ich einen Charakter habe. Dann sei froh.
Jetzt hör auf mit den alten Geschichten. Was kramst du denn über das alte Zeug raus? Geh zu. Lass mal mehr Ruhe, ich glaube für heute. Ja, weiter, komm. Sind wir wieder gut, komm. Ich hab nicht angefangen. Ich weiß, ich hab nicht angefangen, aber jetzt sind wir wieder gut. Komm, jetzt gehen wir mal Muskeln. Jetzt stehst du wieder in den Busluft drin. Hin mit Sappelzeug, mit noch einmal. Das darf doch nicht wahr sein. Was machst du denn hier blöden da? Fußwaschung, das siehst du ja. Bist du schon da, Madel, hä? Mit dem Ochsenspann kommst du ja nicht weiter. Es pressiert ja auch nicht. Okay. Der Langwieser-Jack ist mit seinem Traktor genau dreimal hinausgefahren mit seinem Mist. Bis ich einmal draußen war. Hat der Langwieser jetzt Ross? Warum? Weißt du, gesagt, dass der Langwieser sein Scheck? Geh. Okay. Ich mein doch, der Langwieser hatte ihren Buren. Ja, der heißt doch Jackel. Mir sagen Jack. Jack? Ja, Jackel ist so geschert. Was? Du, im Vorbeifahren hat er zu mir gesagt: Mary, tu mal dein Tempo ein bisschen bremsen. Jetzt hast du nämlich gerade die Alpist-Biegler-Kathi mit ihrem Stelzfuß überholt. Hm? Ja, nicht, dass du gestraft wirst wegen zu schnell fahren. Bye, bye. Also, Mädel, tu mir einen Gefallen und redet immer Französisch mit mir. Geh, das ist doch Englisch. Für dich vielleicht, für mich ist Französisch. Weißt du, ein bisschen rückständig sind wir schon in der Landwirtschaft. Wir sind die Einzigen, die nur mit den Ochsen und den Ross fahren. Na bitte, mit den Ochsen und mit den Ross, da kann man sich unterhalten, da kann man sprechen damit. Aber beim Motor, da muss man aufpassen. Okay, aber schneller geht's. Und der Tag ist dreimal so lang. Na, mir pressiert's ja nicht, ich hab ja ein Guide. Bloß die, die sich so schicken, die haben keins. Ach, wenn wir nicht so modern sein wollen, wird der Langwieser. Aber einen Traktor könnte man schon zulegen. Ein Traktor? Mhm. Ich kann fast schon fahren damit. Was? Ja. Wer hat denn das beigebracht? Der Jackie. Der Jackel? Nein, der Jackie. Ja, der hat mir's gezeigt und hat mir ein paar Mal fahren lassen. Das ist ganz leicht. Ja, kommt gar nicht in Frage, dass ich die Sitten und Gebräuche bei mir abschaffe. Hast du nicht Hunger, Madel? Möchtest du nicht was essen? Einen Mordshunger habe ich. Also, geh in die Küche, da findest du was. Ja, ist recht. Na, jetzt sag einmal selber, sind das Ansichten von einem Bauernmadel, hä? Ja, mei. Ja, mei, ja. Und oh, Jackie, sagt sie zum Jackel. Und Mary. Und die Hosen, wenn ich schon sehe, die konnte kein Arisch werden, ne? Das, hat das noch mit dem bayerischen Brauchtum was zu tun? Die Zeiten sind anders, die jungen Leute denken anders darüber. Ach was, früher war es doch auch nicht anders. Freilich, die Sennerinnen haben auch blaue Hosen noch gehabt. Ja, die Sennerinnen. Ja. Oben auf der Alm. Freilich, die Jäger sind auch raufgekommen. Ja. Und die Touristen? Die Touristen, die haben gelacht drüber. Und die Jäger haben beizt? Ja, die Jäger schon, aber nur bei der Nacht, da hat die Sennerin keine Hose angehabt. Ja. Ja, nein, ich weiß nicht. Was studierst du? Ich weiß nicht, ob der Langwieser Jackel und unsere Maria nicht miteinander ein bisschen posieren und sperren sollen, hä? Okay, wie kommst du denn auf das? Was ich gerade gesagt habe, der Jackel hat dir gezeigt, wie man Traktor fährt. Ja, da ist doch nichts dabei, die werden nicht gleich an den Traktor reinkommen. Unter dem Traktor nicht, aber vielleicht unter den Jackel, also, nicht? Ne? Sag einmal. Ja, was heißt das? Beim Zeigen bleibt es meistens nicht, ne? Du weißt, das Mädel ist alt genug, die muss wissen, was zum Tor hat. Denk einmal drüber nach. 20 Jahre zurück, da warst du genauso alt. Hast du gewusst, was du tust, hä? Fangst schon wieder an mit der Butterbrotschmiererei? Ist ja wahr, ja. Ich schimpfe nicht, mir ärgert's ja bloß, ne? Die ganze Angelegenheit. Weißt schon, du kannst am Müssen ja, guten Abend. Ja, der Lenz, ja, grüß. Lenz, was brauchst du? Was ist denn los, hä? Das Viechsalz ist mir ausgegangen. Das Viechsalz. Ja. Das ist drin, ja, bin ich wie geht's dir denn, hä? Nein, Papett. Wie so ein Käse, wenn man das ganze Jahr unter die Schafe ist, nicht? Hm. Hast du keine Ansprache, gell? Ja, aber Zeit zum Denken und das ist langweilig. Weißt du, wenn einer Zeit hat zum Denken, das ist eine Strafe Gottes. Okay. Ich sag dir was, Papett, da kommst du auf Gedanken, wo ein anderer, der, wo nicht Zeit hat zum Denken, gar nicht denkt. An was denkst jetzt du da zum Beispiel? An alles, was du nur denken kannst. An die denken zum Beispiel auch oft und deine Brüder. Okay, da gibt's doch nichts zum Denken. Ja, sag das nicht. Da gibt's sogar einiges zu denken. Du machst mir direkt neugierig. Schau, du bist doch noch eine begehrenswerte Person. Geh her auf. Ja, und dein Bruder ist auch noch ein Stammesmannsbild, nicht? Da denke ich mir oft, Herrgott, sakra die. Bei denen zwei, da müsst ihr doch noch was rühren. Sag mal,
Wär nicht dir auch lieber, du hättest statt einem Bruder einen Mu und der Bruder statt der Schwester eine Frau? Nein, ich hab die Nasen voll. Jesus, na, wegen dem ledigen Kind. Einmal ist keinmal und zweimal ist erst einmal. Also weißt du, hast Ansichten. Lenz, sag einmal, hättest mir jetzt du geheiratet mitsamt meinem ledigen Kind? Nein. Mit meinem Schäferkarren mit Kochnische wirst du auch nicht gerade zufrieden sein, oder? Nein, gewiss nicht. Na also, siehst du, darum denke ich mir das alles. Das kostet nichts und tut kein Menschen weh. Aber als unbeweibter Bruder und als unbemannte Schwester miteinander hausen, das ist auf Dauer Fahrt. Du, da fängst dann leicht einmal zum Sticheln und Benzen an und kannst ja zum Schluss nicht einmal ein verliertes Versöhnungsbus ergeben, nicht weil ja das gesetzlich nicht erlaubt ist. Ja, aber da gibt's schon noch eine, die so miteinander hausen. So? Der Langwies und seine Schwester. Ja, das weiß ich schon, aber bei denen wird's das Gleiche sein. Sag einmal, warst du verheiratet, dass du das so genau weißt? 25 Jahre bin ich jetzt verheiratet. Was? In meine Gedanken, verstehst du? Du, gerade letzte Woche hab ich Silberhochzeit gehabt. Ja, ja. In meine Gedanken, nicht? Ja, was glaubst du, wie schön so eine Gedankenehe ist? Ich lass mich scheiden, wenn ich mag. Suche mir wieder neue. Lauter Junge und lauter Schöne und nicht eine sagt nein. Ja, ja, ich baue mir ein Luftschloss nach dem anderen. Ich bin der perfekte Luftschlossarchitekt. Bis zum Beneiden. Nein, das darf ich nicht sagen. Beneiden brauchst du mich da nicht, weißt. Wenn du das ganze Jahr unter die Schaf bist und kommst dann nachher selber vor wie so ein verlassenes Schaf. Ne? Ja, oder? So, Lenz, da hast du dein Vieh geschützt, ja, gell? Da werden sich freuen, meine Schafe, ja, nicht? Und schlecken wie die Wipsen am Honighäferl. Ja. Ja, ja, so ist das Leben. Die eine, die schlecken am Honig und schimpfen, dass bitter ist, und die anderen schlecken am Salz und freuen sich, dass süß ist. Heut recht, aber wie ein Pfarrer. Ja, das ist, weil ich nie gedankenlos bin. Es ist also schon sexy. Ja, ja. Um 6:30 bei Versammlung vom Frauenbund, da muss ich mich schicken. Du, das Nachtessen macht doch Maria, ja, gell? Schön, gut, ja. Na, wie gehst du denn mit deinen Schafen? Ja, da feilt sich nix. Ja, gut. Wie war die Schafschur heuer? Erstklassig wurde. Ja. Du, da wirst den ganzen Winter was zum Spinnen haben. Ja, ja, ja. Du hast recht. Wie viel Schaf hast du denn jetzt eigentlich? Wie viel? Ja. Ja, 121. Ja? Ja, 60 von dir und 61 vom Langwieser. Dass es dir immer eins mehr haben muss, ja? Der hat ja genügend Platz, nicht? Ja? Ja, ja. Diesmal lasse ich meinen Schafstall ausbauen, damit 100 Schafe mehr Platz drin haben. Recht hast, Leitwieser. Ja. Nur nicht lug lassen, nicht? Ja. Ja, ja. Der Langwieser hat den Zähnen auch schon vergrößert auf 150. Was? Ja, ja. Ja, sag mal, kann man den überhaupt nicht übertrumpfen? Nicht leicht. Wer macht er denn das, sag ich mal? Alles elektrisch und mit seiner Schwester. Aha. Ja, der ist eine Bayerin, hä? Ja. Ja, ich glaube, wenn die einen Ochsen melkt, dann gibt die auch noch eine Milli. Was? Ja, ja. Ja, da, wenn die immer heiraten, dann würde sie umschauen, der Langwieser. So, Moment mal, wieso? Denkt die Kathi ans Heiraten? Ob sie dran denkt, das weiß ich nicht. Aber dass sie sich denkt, wie schön dass das wäre, wenn sie verheiratet wäre, das weiß ich gewiss. Woher? Das sind meine unfehlbaren Gedanken. Aha. Ja, ja. Aber eine Frau wie die Kathi, nicht? Da brauchst du gar kein Hirn zum Denken. Ja, sehr richtig, mein Lieber. Da wird er sich anschauen, da wird ihm der Dampf eingehen, dem Herrn Neureich, dem Herrn Langwieser. Ja, aber sonst ist er nicht uneben. Nicht? Und Kathi auch, du, die lässt vielleicht auf die nichts kommen. Ja, das war? Nein, gerade Neili hat sie erst gesagt, Mei hat sie gesagt, wie sie der Breitwieser nur so ablangen mag. Nicht eine Maschine hat er im Haus, alles macht er noch mit der Hand. Ja. Außer der Nähmaschine. Ja. Die Kathi. Aber einmal Stich in den Haus, das war sie ganz bestimmt. Und das ist, wenn. Hey, schlafst du, hä? Nein. Ich denk noch gerade über was nach. Ja? Ja, Leitwieser, ich muss jetzt wieder zu meinen Schaf, weißt du? Mitten unter die Schaf, da denkt sie es am leichtesten. Und ich muss jetzt scharf nachdenken. Schön. Vielleicht wird's was draus. Also, für die gute Reihe, Dankeschön, ja, gell? Ja, für die Rins. Ein sonderbarer Heiliger ist das schon, mein Lieber. Ja. Das Essen war gerichtet. Ja, gut ist, danke. Ja. Du, Maria,
Was ist? Ja, das schau ich dann morgen. Ja, dann ist bestimmt nichts Gescheites. Herein. Grüß Gott. Ach, der Langwieser. Grüß dich gut. Grüß Gott, Maria. Oder Mary. Das hörst du lieber. Wer sagt denn das? Unser Jackie. Sieh ich dich endlich einmal von der Nähe. Mhm. Zauber hat die rausgewachsen. Aber die Hosen, die gefällt mir nicht besonders. Warum nicht? Saubere Sachen soll man verstecken, verbergen und du hast einmal saubere Sachen. Und wenn da drüber noch ein schönes Dirndl gewandt wäre, nachher wär's noch schöner. Du redst gerade so wie mein Onkel. Dem gefällt's nämlich auch nicht. Aber warum eigentlich? Die Sennerinnen haben doch früher auch Hosen dran. Da hast du wieder recht. Und die waren nicht alle so schön gewachsen wie du. Okay. Aber deine Mutter schaust du nicht ähnlich. Die sagt immer, ich schau meinem Vater gleich. Muss ein sauberer Bursch gewesen sein. Jetzt kann ich so manches begreifen und verzeihen. Was willst du denn da verzeihen? Das verstehst du nicht, du kleiner Spatz. Aber ich bin ja nicht dahergekommen, damit ich mit dir schmuss. Wo ist denn der Bauer? Der ist gerade. Soll ich ihn holen? Ja, sei so gut. Dann setz dich dabei hin, Langwieser. Und für dich Gott, wir werden uns ja nicht mehr sehen. Heute nicht mehr. Für dich. Ja. So ein Mädel war so freut, wie mein Vater war. Ja, traust dich du auch wieder mal zu mir rein, ha? Was heißt da trauen? Ja, kannst du hast halt dein Gewehr dabei, ne? So gefährlich bist du auch wieder nicht. Ich war auf der Jagd, hab einen Bock geschossen. Ja, du hast schon mehr Böcke in deinem Leben geschossen. Aber die Männer sind tot und die dein Leben noch. Da bist du mir über. Ich tue nicht wieder zum Späteln anfangen, gell? Hast du Zeit? Zeit? So viel Zeit, dass ich totschlagen könnte. So viel Zeit habe ich. Das hört man gerne. Ja. Sauber, vorbildlich sauber hast du deinen Hof benannt. Ja, ja. Alles Handarbeit. Nichts elektrisch. Ja, ja, die Babette. Ja. So was Saubers wirst du leicht nicht mehr finden. Ja, so sauber ist die Papete auch wieder nicht. Ja, ich meine ja reinlich. Das macht ja so schnell keine nach. Außer deine Schwester, die Kathi. Der hast du sehr viel zu verdanken. Aber so sauber wird deine Papete ist sie doch nicht. Ja, das gefällt mir gerade so hier. Lieber 10 Kathi wie eine Papete. Und ich denke mir das Gleiche, nur umgekehrt. Ja, dann sind wir uns ja wieder einig, ne? Ja. Ja. Also, wenn du zu mir kommen darfst, dann darf die einen Liter Wein auf den Tisch hinstellen. Dann gehst du jetzt heim und ich komm nach. Aber ich komm nicht um ein Fassel. Dann müssen wir es da ausmachen. Was haben die mir zwei zum Ausmachen? Eine verliebte Geschichte. Was? Schick ich die Karte? Ja, die schickt mir. Na, ist was anderes. Nicht, dass die Leute sagen, ich wär ein neidiger Kerl. Das wissen sie so auch alle. Du nicht schon wieder spätteln, gell? Das mag ich nicht. Ich spättel nicht. Also, was will die Katze von mir? Also. Prost. Prost. Ich rede nicht lange miteinander. Ja. Ich sag's gerade außer, wie es ist. Es ja. Handelt sich um unseren Jackie. Jacke. Jackie und der Mary Maria. Mary. Ja, Mary. Jawohl, Mary. Wenn wir auch nicht elektrisch sind, dafür sind wir französisch. Englisch. Französisch und da sind wir da über. Prost. Also, ich red nicht lange miteinander und sag's gerade raus. Ja? Die zwei haben eine Spuse miteinander. So, dann sind wir ja soweit, ne? Das ist ganz natürlich. Hä? Jung sind's, blitzsauber sind's und da hab ich mir gedacht, redst du mal mit dem Breitwieser Michi, bevor er's von anderen zu hören kriegt.
Vielleicht kann das die zwei ein Paar werden. Hast du dir denkt? Ich schon. Ich sag, wer mir's denkt. Das kannst du denken. Du wirst nicht glauben, dass ich unsere Maria einen Chlorheißel gebude. Das hat mir noch keiner gesagt. Darum sagt er sich. Mein Hof steht den deinen nix nach. Wie viel Tagwerk hast denn du, Schnapper du? 94 ohne Wald. Ja, und ich hab 97 ohne Wald. Und wie viel Kühe hast denn, hä? 45 Kühe und 2 Ochsen. Ja, und ich hab 45 Kühe und 4 Ochsen. Also bin ich dir um 2 voraus. Dafür bist du in der Schule zweimal hocken geblieben. Und ich nicht, da bin ich dir über. Ja, ja, tu nicht wieder späteln. Späteln, man redet ja bloß. Ja, ja. Außerdem. Außerdem können die zwei gar nicht heiraten, weil keiner von denen zwei Geld hat. Oha, unser Jackel. Checki. Jawohl, Checki. Kriegt von mir ein schönes Heiratsgut und von seiner Mutter auch. Ja, und unsere Maria? Mary. Jawohl, Mary, ja. Die kriegt von ihrer Mutter auch ein schönes Heiratsgut und von mir auch. Ja? Also, sind wir uns einig? Einig, wenn wir uns nicht. Hm? Und du wirst ja nicht glauben, dass ich unsere Maria, die ich aufgezogen habe, wie meine eigene Tochter, einen Mann gebe, der am Sonntag mit einer Realhose und einem Pullover umeinander läuft wie ein Affe, der was ich Check-in innerlässt, statt Jacke, der wo nicht einmal eine Missgabe in die Hand nehmen kann, vom Bahntum überhaupt keine Ahnung hat, weil er elektrisch aufgezogen wurde. Der Burmeister hat mir kein mehr leben, da kann der was da leben. Siehst du das ein? Jawohl, das sieg ich ein. Eben. Prost. Prost. Ja, wenn ich mir das so also überlege, was du da gerade gesagt hast, dann muss ich dir vollkommen recht geben. Ja, glaubst denn du, ich lass unseren Burm, den ich aufgezogen habe, für meinen eigenen Sohn, eine heiraten, die den ganzen Tag mit der Hosen umeinander rennt und sich Mary heißen lässt anstatt Maria und nicht einmal kochen kann und keinen elektrischen Lichtschalter kennt, weil so weit hinter dem Mund aufgezogen worden ist, dass heute noch nicht Storch klappt. Mein Lieber, das wenn meine Tochter wäre, der würde ich schon zeigen, wie sich ein Bauernmantel anzieht. Siehst du das ein? Jawohl, das sehe ich ein. Weißt du, was du bist? Wenn du mir sagst, dann weiß ich's. Ein ganz hinterfotziger Teufel. Dasselbe wollte ich dir auch sagen. Dann sind wir uns ja wieder einig. In dem Punkt schon. Prost. Schade um deinen Jackel. War ein richtiger, sauberer Bauernbursch, wie es gehört, ne? Ewig schaut um den Maria. Das war eine Bäuerin, dass unser Herrgott erfreut hat. Ja, ja. Ja, ja, die Kathi. Ja, ja, die Papette. Ja, ja. Und dass du nicht rumschreien kannst, unsere Maria kann nicht kochen und kennt keinen Lichtschalter, werde ich sie morgen auf die landwirtschaftliche Haushaltungsschule schicken. Hast du es gehört? Ich bin ja nicht taub. Und damit du nicht umeinander schreien kannst. Unser Bub ist zu blöd, dass er eine Missgabe in die Hand nimmt. Von der Bauernarbeit versteht er sowieso nichts. Schick ich den Buben morgen auf meine Kosten auf die landwirtschaftliche Schule. Hast du es gehört? Ja, ich bin ja nicht tot. Prost. Prost. Ja, Nickel, pass mal auf. Du schickst den Buben auf die Schule. Wir schicken das Mädel auf die Schule. Da sind die zwei ein ganzes Jahr getrennt und... Die Liebschaft ist aus. Sehr richtig. Und dass du es weißt, morgen Mittagszug fahrt die Maria los. Und mein Bub im ersten Zug in der Früh. Da ist er, dann haben wir ja ausgeregt, ne? Jawohl. In alter Freundschaft. Jawohl. Auf ewige Zeiten. Wir siehst nimmer in deiner Kaluppe. Ja. Du wirst nicht glauben, dass ich auf einen Besuch neugierig bin von einem elektrischen Hofbauer. Vierte Gotto, Hintermondbauer. Nein, gib dir keine Hand. Hast Angst, das elektrisiert dich. Was? Du hinterfotziger Teufel, du! Aber mein Schnaps, den hat er geschafft. Sag einmal. Was? Mir war
jetzt gerade, als hätte er einen Langwieser aus unserem Haus gesehen. Jawohl, da hast du richtig gesehen. Ja, was hat denn der wollen? Angeben hat er wie ein Stein voll offen. Und der Langwieser gibt nicht an, der war selber Kleinhäusler. Der weiß, wie das ist, wenn man von oben herab behandelt wird. Ja, aber gespettelt hat er wieder die ganze Zeit. Ehrlich, warum? Und warum, da brauchst du fragen. Ja, jetzt ist es soweit, ne? Die Mary und der Jackie. Ja was, magst du nicht deutlicher werden? Ja, erwischt hat er die zwei beim Posieren, ne? Ja, und jetzt hat er gemeint, es wäre in seinem Sinne, wenn die zwei ein Paar werden würden, ne? Da, aber dann habe ich ihm meine Meinung gesagt. Das wäre doch nicht so schlimm, wenn die zwei heiraten würden. Was? Ich hab gesagt, Sim, du wirst nicht glauben, dass ich unsere Maria auch einen gebe, der nicht einmal eine Missgabe in die Hand nehmen kann, hä? Und, was hat er gesagt? Na, er hat gesagt, da muss ich dir recht geben. Ich gebe unserem Buben auch keine Frau, die wohl nicht einmal kochen kann, die mit einer Realhosen rumläuft, die nicht einmal einen Lichtschalter kennt. Jawohl, und da bin ich sauer geworden, mein Lieber. Ja? Ja, dann habe ich gesagt, was, ich schicke unsere Maria morgen auf die landwirtschaftliche Haushaltungsschule, dann sind die zwei getrennt und die Posiererei hat ein Ende. Morgen schon? Ja. Ja, denk heute einmal nach, wir brauchen doch das Mädel, wir haben eh nicht genug Hände. Was hat denn Hände? Dann kaufe ich, wenn es sein muss, kaufe ich einen Traktor. Ja. Da spannst du den Ochsen davor, weil du kannst den Traktor fahren und ich auch nicht. Na, da wird sich auch einen Ausweg finden. Du, habe ich da als Mutter vielleicht auch was zum Sagen? Okay. Jetzt denk doch einmal zurück. Was soll ich denn mit an dein verpuschtes Leben, oder? Ja, wo soll's denn hin? Nach München. Um Gott, so eine Großstadt. Was heißt Großstadt? Da wohnen sie bei unserer Basen und da ist sie gut aufgehoben und in besserer Aufsicht als wir bei uns da, ne? Ja, in Gottes Namen. Ja. Müssen wir jetzt schauen, was Mädel dazu sagt. Mann, hol's gleich einmal rein, dann werden wir sie gleich schmackhaft machen, ne? Ja. Maria? Maria? Ja, Mama? Guck mal. Ja. Was ist denn? Na, komm her. Was ist denn das? Ein Lichtschalter. Und da sagt dieser Trottel, dass der noch kennt nicht einmal einen Lichtschalter. Wer sagt das? Ah, den kennst du nicht, da sitzt der wieder. Was ist denn? Sag mal, kannst du kochen? Ja, nicht arg viel. Hm? Kartoffeln und einen Kaffee halt. Aha. Kannst du Rasierwasser warm machen? Ich hab halt noch keine Zeit gehabt zum Lernen. Eben. Ja, wenn ich immer im Steuer und am Feld draußen sein Nein, muss. Nein, mach dir ja keinen Vorwurf. Aber wenn du mal heiratst, dann musst du doch kochen können. Ja, dann muss ich es halt lernen. Eben, und darum habe ich beschlossen. Was habe ich denn beschlossen? Ja, das musst ja du wissen, das hast ja du beschlossen. Also ja, und darum haben wir beschlossen, du fährst morgen auf die landwirtschaftliche Haushaltungsschule. Na, Madel, wir meinen es da bloß gut. Ja. Ich kann das Kochen auch woanders lernen, und bei uns in der Nähe. In München ist viel besser. Außerdem wohnst du bei unserer Basen, da bist du gut aufgekommen und auf sich, ne? Okay, die Hirschberger Zinzi hat auch beim Wirt in Erlbrunn Das gehört. Ist mir ganz egal, was die Hirschberger Zinzi gemacht hat. Du fährst nach München und da lernst du was, da lernst du das Kochen. Und nicht nur das Kochen, sondern modernen Viehstand, den modernen Stall. Da wirst du eine moderne Bäuerin und dann kannst du modern aufkochen. Und wenn du mal heiratest doch du einen modernen Bauer, oder nicht? Ja, warum tust du denn du nicht modernisieren? Ich? Dass der Langwieser sagen kann, ich habe ihm alles nachgemacht. Und wie lange muss ich da bleiben? Ein Jahr, sagt der Bruder. Ja. Ein Jahr? Ja, ihr seid's gut. Da darf ich ein ganzes Jahr lang mein... Was darfst du ein ganzes Jahr lang? Mein Steu und meine Kühe und Ochsen nicht mehr sehen. Das macht nichts, aber wenn du zurückkommst, dann bist du jemand. Dann kannst du aufkochen und das tust du dann. Dann den ganzen Geruch musst du rüberziehen bis nach Aufhausen. Damit der Langwieser die Nasen aufzieht und die Ohren anlegt, mein Lieber. Da sind wir endlich einmal über. Konnte es nicht ein bisschen später sein? Ich muss unbedingt noch was erledigen. Was du zu erledigen hast, das sind deine Koffer zu packen. Sonst gar nichts. Alles andere haben wir bereits erledigt. Nein, ich kann nicht. Und ich mag auch nicht. Was? Bittchen, mach uns keinen Verdruss. Ich möchte ja das Kochen lernen, aber bei uns in der Nähe und nicht so weit weg. Hm? Michel, weißt du was? Was? Wir gehen raus und lassen wir es allein. Jawohl. Vielleicht kommt es zur Vernunft, wenn es überlegt. Studier nach. Ja? Maria, denk an die moderne Bäuerin. Ja? Ja. Oh,
denn nur? Mein Gott, wenn ich nur den Jackie verständigen könnte. Na, da muss doch ein Ausweg geben. Man kann doch nicht einen Menschen so Knall und Fall in die weite Welt ausschicken, bis nach München. Mary, ist die Luft rein? Jesus, Jackie. Gut, dass du da bist. Weißt du es aber, wenn dich jemand sieht, du weißt doch, wie gefährlich das ja, ist. Ja, schon, aber ich warte schon eine halbe Stunde da draußen, dass ich dich zum Sehen kriege. Ich muss dir ganz was wichtig sagen. Gottes Willen, ist ein Unglück passiert? Noch nicht, aber es passiert. Jetzt gibst du mir noch ein Puzzle. Weil lang wirst du jetzt keins mehr kriegen von mir. Ja, du von mir auch nicht. Warum? Weißt das du schon? Was soll ich denn wissen? Na ja, mein Vater hat es mir zuerst gerade erzählt, dass ich für ein ganzes Jahr fort muss von da. Warst du auch? Warum werde ich noch? Ja, ich? Wohin? Auf die landwirtschaftliche Haushaltungsschule, bis nach München. Das ist ja wunderbar. Sag mal, das gefreut dich. Ja, und wir? Okay, Jackie, das ist aber gemein. Na, das ist nicht gemein. Mädel, das ist wirklich wunderbar. Ich muss nämlich auch nach München, in die landwirtschaftliche Schule. Na, ja, Jackie. Ja, du, da können wir jeden Tag beieinander sein. Und brauchen nicht Obacht geben, dass uns jemand begegnet. Jackie, das ist ja wunderbar. Ja. Du, ich hab gar nicht gewusst, dass München die schönste Stadt der Welt ist. Aber sag mal, wo kann ich dich denn da finden in der großen Stadt? Hast du da Papier und einen Bleistift? Ja, warte mal. Ja, hab schon was. Wunderbar. Bleistift, hol ja. Dann schreibst du jetzt meine Adresse auf. Ja. Das ist Anna Breitwieser. Anna Breitwieser. Klenzestraße 9. Klenzestraße 9. München. München. Das ist Basel von meinem Onkel und da wohne ich. Ha, das ist schon recht. Also, dann pack ich's wieder. Mary, gute Nacht. Gute Nacht, Jackie. Für dich gut. Und übermorgen sehen wir uns in der schönsten Stadt der Welt. Für dich. Für dich, Jackie. Ja. Ja, Madel! Was? Du bist doch nicht auf, morgen der Früh musst du bald aufstehen. Okay, das macht mir überhaupt nichts aus. Was? Hast du es jetzt überlegt? Was gibt's denn da noch zum Überlegen? Selbstverständlich fahre ich nach München. Ja. Ja, und lernen tue ich alles, was man für den Ehestand. Für was? Ich mein, für den Hausstand zu brauchen. Ja. Siehst du es, wir meinen es dir doch bloß gut. Ja, das habe ich jetzt erfahren. Eben, ja. Erfahren von wem? Von mir selber. Ja, weil ich da jetzt gerade so gesessen bin und ja, mit mir zum Rad gegangen bin. Ach so, aha, ja. Jetzt pass auf, ich hab dir da Taschen hergekriegt. Ah, ja. Ein bisschen was ist schon drin, so ein Zahnbürstchen und den Rest tust du selber noch reinpacken, gell? Nachher und von mir kriegst du ein gut riechendes Wasser. Das ist ein Rasierwasser von Weihnachten, wie von deiner Mutter kriegst. Ja. Dann tust du dich einreiben, damit du in der Schule gut riechst, gell? Das kann ich gut brauchen, ja, danke nachher, gell? So, Madel, jetzt, du hast geschlafen, deine letzte Nacht daheim, gell? Gute Nacht. Gute Nacht, Schlaf Mama. Gut. Ja. Gute Nacht. Ja, für dich. Hoffentlich kann ich ein Auge zumachen vor lauter Freude. Ja. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Ach, die Sorge war mal los. Naja, es freut sich keiner mehr wie ich. Da freut sich anscheinend noch einer. Ja. Jetzt bin ich neugierig, ob sie kommt. Zeit noch müsst ihr ja schon übers Feld gehen. Ha. Wenn sie sich nur nicht wieder anders überlegt hat, Teufel, dann wäre mein ganzes Denken umsonst gewesen. So, Lenz, da schau her. Da hast du jetzt einen Kaffee und hast eine Nudel. Ja, und da habe ich dir noch eine Nudel eingepackt zum Mitnehmen. Gell? Ja, ganz gut, danke. Und da, der Bauer wird auch gleich da sein. Unterhalten wir uns heute rein. Ja, gern. Bist du heute zum Unterhalten gekommen? Nein, heute komme ich in einer besonderen Mission, wie es in der Politik heißt. Ja, wir ein Missionar. Ja, so kann man auch sagen. Ich muss heute auf höherer Anordnung Leute bekehren, die sich nicht belehren lassen. Vielleicht so wie ein Bibelforscher. Nein, Zilli. Mit dem Denken tust du manchmal auch ein bisschen hart, gell? Nein, nicht manchmal. Immer. Aber
mit der Bibel, da hast du gar nicht mehr so Unrecht. Ja? Mir ist nämlich am Freitag ein Engel erschienen. Du, wenn der Freitag der 13. war, dann ist schlecht. Freitag der 13. ist immer schlecht. Ja, pass auf, dieser 13. Engel hat zu mir gesagt, Lenz hat er gesagt, du musst jetzt zum Denken anfangen. In einer Geschichte, die sie vor 20 Jahren abgespielt hat. Und da kannst du ein gutes Werk vollbringen, hat er gesagt. Ja? Ein gutes Werk bei unserem Bauern. Das kannst du sparen. Der ist reich genug. Oh, mein Mädel. Weißt du, es gibt Leute, da stimmt das Sprichwort reich im Beutel, arm im Herzen. Ja? Also, das kann ich mir nicht denken. Ja. Im Denken warst du das ganze Jahr arbeitslos. Da, schau her, Lenz, da kommt jetzt der Bauer, gell? Ja. Du, ich komme mal zu dir auf deine Schafweide, ja? Ja, schon, aber im Moment da kriege ich nicht ein Schaf mehr auf meiner Pferche unter, weißt? Ja, ich komme nicht zu den Schaf, ich komme doch zu dir. Also, ja. Ja, dann brauchst du keine Angst nicht haben, Lenzi. Ich bring schon was mit. Eine Brotzeit und was zum Trinken, gell? Ist schon recht, Silly. Da meine ich, ist besser, wenn ich meine Schafe ins Ausland treibe. Ja, der Lenz, ja. Ja, was tust denn du? Was ist denn los, dass du heute da bist? Ja, was soll los sein? Heute ist Sonntag und da haben meine Schafe keinen Ausgang. Ne? Ach so? Bist du lang da? Nein, auf einen Kaffee und eine Nudel. Ne? Ja? Gehst du auf die Jagd? Wieso? Ja, weil du einen Feldstecher um hast, ne? Ach so? Naja, ich bin halt ein moderner Schäfer. Ja? Aber Breitwieser, du glaubst nicht, wie weitsichtig ich in die letzten Tage geworden bin. Ja? Was hat denn der gekostet? Ja, nicht viel. Nee? Ja, gar nichts. Den hat mir der Langwieser verehrt. Na. Der gibt's aber noch weh. Ja, der hat sich ein neues Jagdglas gehabt. Schön? Naja. Du glaubst ja nicht, was du dadurch alles siehst. Das war? Ja. Das zieht alles zum Greifen nachher. Ja? Ja, da brauchst du ein Rehbuch brauchst nicht mehr da schießen, den kannst du mit dem Stecken da schlagen. Okay. Ja. Okay. Wie der Sag. Komm. Machst du schon, pass auf. Warte, ich stell das ein. Ja. Ja, Gott sei Dank, sie kommt. Wer kommt? Die Landschaft. Ach, Landschaft kommt immer näher. Ja. Kannst du mal sehen? Ja, wer kniet denn da am Martel? Was? Lass sehen. Ja, warte mal. Ui, das ist ja die Langwieserkarte. Haha, die kenne ich gleich von hinten. Ja. Warum ist sie mir so bekannt vorgekommen? Ja, die schaut von hinten auch noch aus wie ein Junge. Ja. Ich soll sie erst mal von vorne schauen, mein Lieber. Ja. Da ist sie noch gar nicht geboren, so ein junges Ding. 20 Jahre habe ich nur von der Weiten gesehen. Ja. Siehst du es jetzt mal von der Nähe? Ja. Und das Märterl ist so weit weg und sie ist so nah da, dass es gleich mit der Hand greifen könnte. Ja, tun das Glas wieder her, ne? Bevor du es ganz herzählst. Ja. Das wird ja doch nicht recht. Was? Wenn die auch einmal vor dir stehen. Da. Was hast du nicht recht, ha? Ich meine ja nur. Na, will das einmal sehen. Na, du, die geht tatsächlich da auf dem Weg zu unserem Dorf, kommt die. Ja, die wird in die Kirche gehen. Die Kirche auf außen drüben, die gibt's doch auch Kirchen, oder? Aber in die gleiche Kirche, das ist genauso fad. Wie jeden Tag ein Schweiners mit Kraut. Ja, schon, ja, da hast du auch recht, ja. So, ja. Wo ist denn deine Schwester überhaupt? Meine Schwester? Ja. Die sind der Holzhütten, die staubt die Holzscheitel ab. Heute am Sonntag? Meine Schwester kennt keinen Feiertag beim Putzen. Ja. Die wird schon auch in die Kirche gegangen sein. Das kann auch möglich sein, ja, du hast recht. Die geht tatsächlich auf die Kirche zu. Jetzt ist sie ganz nah da, ganz nah. Ja, was du bist so weit weg, ja? Breitwieser. Okay, ich geh mal schnell in die Kirche, gell? Was gehst du in die Kirche? Ja. Ja,
du wirst doch wegen der Kathi nicht in die Kirche gehen. Was heißt wegen der Kathi in die Kirche, weil es der Brauch ist, ne? Wenn der jetzt in die Kirche geht, dann verhagelt es einen ganzen Haber. Was sagst du? Nein, ich meine nur, du kannst doch so nicht in die Kirche gehen. Warum denn? Du musst dich mal ein bisschen rasieren. Der Herrgott schaut nicht aus, ob er rasiert ist, oder? Herrgott nicht, aber Kathi. Ach so, meinst du? Und die sucht es an ihren Brüdern und. Das war dir doch nicht recht, ja, wenn der Konkurrent abfällig über die daherreden wird. Was ist, hab ich noch Zeit? Na, zum Rasieren hast du alle Zeit. Gut, dann ist schon recht. So, und ich mach mich auch wieder auf den Weg. Ja, Lenz, gehst du schon wieder? Ja, freilich. Ich hab nicht ganz geschafft, aber was soll ich noch da, gell? Erzähl mir heute noch ein paar Geschichten. Was, der Bauer geht auch gerade weg und. Jetzt waren wir ganz allein, Lenz. Ja, aber du, ich hab heute hab ich schon so viele Geschichten erzählt, gell? Ja. Ja, ich bin schon ganz müde. Aber Lenz, das darf mich so interessieren, wie das ist mit der Mission und dem guten Werk. Ja, schon, Zilli, aber das kann ich dir heute nicht mehr sagen. Weißt du was, dann komm ich einfach morgen zu dir auf deine Schafweide. Ja, wo schaffst du denn morgen? Morgen? Ja. Morgen bin ich im Ausland. Im Ausland? Ja. Ist das in der Nähe von Aufhausen, weil dann radelt die mit dem Radl schnell rüber? Nein. Aus dem Morgen links. Okay. Und wenn? Das macht doch nichts mehr. Wir setzen uns einfach in deinen Schäferkorn. Na, du, das geht nicht. Nee? Na, das geht nicht, weil da ist der Hund drin. Ja, und der hat Masern. Was? Ja, die sind ansteckend, ne? So? Ja, wo schlafst nachher du? Ja, ich schlaf in der Hundshütte, ne? Bis der Hund wieder arbeitsfähig ist. Aber dann wird schon wieder Platz tauschen, gell? Dann werden wir wieder tauschen, Silly. Aber wirst sehen, Lenz, morgen regnet es bestimmt nicht. Ja, ich komm schon. Lenz, wirst sehen. Morgen scheint die Sonne. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich von dem Mantel denken soll. Na, herein. Oh, ja. Grüß dich Gott. Grüß dich Gott. Gott sei Dank, dass du da bist. Ja, aber nicht mehr lang, du. Ich bin schon auf dem Weg. Ich muss in die Kirche, weißt du? Wie geht's ihm denn? Ja, ganz gut. Du. Er befindet sich auf dem besten Weg der Besserung. Na, also, ich muss gehen. Für die Gott dabei, gell? Ja. Fertig gut. Mein Gott, Herzklopfen hab ich. Aha. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Wo ist denn der Bauer? Der Bauer in seiner Kammer. Da gehst du jetzt nach zu ihm, bringst ihm die Flaschen Wein, sagst ihm viele Grüße von mir und ich wünsche ihm gute Besserung. Aha. Und wenn es ihm recht ist, dann komm ich nach zu ihm. Am helllichten Tag geht die zum Bauern in die Kammer. Von wem soll ich denn den Gruß ausrichten? Ach, das ist nicht wichtig. Das sieht er dann schon, wenn ich komme. So. Mhm. So ein unkeusches Weib. Es ist gescheiter, ich gehe doch wieder. Aber der Lenz hat gesagt, er ist herzkrank. Und da kann leicht was passieren. Nein, es ist doch gescheiter, ich gehe wieder. Ja, Kathi. Ja, Michel. Ja, hier ist sowas. Ja, hier ist sowas. Ja. Ja, sag mal, bist du nicht krank? Warum soll ich krank sein? Ja, der Lenz, der war halt Vormittag bei mir und hat gesagt, du bist schwer herzkrank. Und es tät dich freuen, wenn ich dich besuchen tät. Gell, wer kann denn der Lenz sowas sagen? Ja, was weiß ich. Meinte, es hätte ja schlecht um dich stehen können, ne? Ja, dem werde ich mir meinen und sagen, dem Lenz mal rüber. Ja, aber jetzt sehe ich ja, dass der gut geht. Jetzt kann ich ja wieder gehen. Nein, jetzt bleib nur da. Ich danke dir für dein Besuch und für die Flaschen Wein. Jetzt weiß man gleich lieber, ich lag im Bett und da krank sein, ne? Komm, jetzt tragen wir drüber nicht aus. Das ist ein bisschen her, Kathi. Ja. Jetzt trinken wir die Flaschen Wein auf unsere Gesundheit. Die Hälfte auf deine Gesundheit und die Hälfte auf die meine. Ja, ja. So, oder? Da ist er, Kathi.
So, dann lass den Schmicker, gell? Ja. Ja, so. Und jetzt. Ja, ja, also dann. Prost, Kathi. Prost, Michel. Prost. Ja. Ja, ja. Ja, ja. So ist es im Leben, gell? Ja, wenn es gut geht, gell? Ja, ja. Ja, also noch ein Prost, Kathi. Prost. Bist zufrieden, hä? Ja, also ich könnt nicht lang. Ja. Mein Bruder sorgt für mich wie für seine Frau. Ja, ja, das habe ich schon gehört, ja. 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 Hm. Ja. Ja, da brauchst du. Prost. Ja. Ja. Ja, das hättest du nicht heiraten sollen, gell, Kathi? Ach, heiraten. Hm? Mein Gott. Als arme Häuslerstochter mit einem ledigen Kind, gell. Damals war ich noch nicht die Kathi vom reichen Langwieserhof. Ja. Wenn's geheiratet hättest, dann weißt du, wenn's mich geheiratet hättest, dann wärst du heute die reiche Paarin vom Vorderrhein, ne? Michel, du hättest doch mich nie geheiratet. Jo, Kathi, ich hätte dich geheiratet, ganz gewiss, sonst wäre ich nicht noch ledig, ne? Das heißt, wenn das andere nicht dazwischenkommen wäre, ne? Was ist dazwischenkommen? Na ja, komm, ich mach da keinen Vorwurf und ich will ja nicht zurückgreifen, 20 Jahre, wegen deinem ledigen Kind, aber du weißt doch, wie wir zwei zueinander gestanden sind. Warum hast du mich eigentlich betrogen? Ich hab dich nicht betrogen. Ich hab dich nur belogen. Und das ist doch das Gleiche. Na, also belogen und betrogen ist ein himmelweiter Unterschied. Was? Wenigstens in meinem Fall. Na, das verstehe ich nicht. Das glaube ich schon. Wenn sie ein Mannsbilder schon was versteht hat. Ich hab immer gedacht und gehofft, dass du ein bisschen rechnen kannst. Ja. Aber rechnen war scheinbar in der Schule schon der schwache Seiten. Sag mal, auf was hätte ich denn noch rechnen sollen? Auf gar nichts. Aber die Rechnung, die wäre aufgegangen. Hm? Ich kenne mich nicht aus. Ja, das glaube ich schon. Mein Gott, Michel, jetzt warst du so ein lieber Bursch. Hm? Und heute bist du so begriffsstützig. Was? Also gut, dann fangen wir mal von vorne an. Ja, bitte. Beim Einmaleins. Hm? Wann waren wir das letzte Mal beieinander? Das weiß ich nicht heute. Am 28. August war das. Jawohl. Und ganz kurz darauf habe ich dann auf ein paar Jahre weg müssen. Ne? Ja. Beieinander sind wir gewesen bis zum Hahnenschrei in der Früh, weiß es noch, auf unserem Holzbankel bei der Holzhütte drum. Ja, das war damals, ja. Und weiter? Ja, nichts weiter. Aber nicht, zwei, drei Tage später habe ich fort müssen, ne? Ja, und weiter? Und nichts weiter. Ich habe dir sofort geschrieben und dann ist ein Brief gekommen von deinem Vater. Ich soll dich ja nicht, soll dir nicht mehr schreiben, weil die Liebschaft muss ein Ende haben, ne? Ja, mein Vater, der hat damals den Brief erwischt. Ja? Ja, aber ich habe mir immer gedacht und gehofft, dass wenn du zurückkommst, dass alles gut geht. Na, aber das hat jetzt mit unserem Einmaleins nichts zu tun. Ja, ja. Wann hast du das erste Mal erfahren, dass die schlechte Häuslerstochter Kathi ein lediges Kind hat? Wann? Ein Jahr später, wie auf Urlaub da war. Jawohl. Also, und jetzt rechnet einmal. Ja? Am 28. August waren wir das letzte Mal beieinander. Hm? Und am 27. Mai ist mein Kind auf die Welt gekommen. So, Michel. Jetzt nimm mal deine Finger in die Hände und fang's zählen an. So weit wärst du noch zählen können. Ja, ja. Und was bringst du zusammen? 9. Stimmt. Und damals, wie du damals auf Besuch gekommen bist, da war dein Bub genau 6 Wochen alt. Mei. Ja, Kathi. Ja, das. Das ist das Einmaleins unserer Liebe. Aber das wäre doch bestimmt nicht schwer gewesen, das zu erraten. Ja, aber Kathi, sag einmal, warum hast du mich denn nicht als Vater angegeben? Das wollten meine Eltern nicht. Und du weißt ganz genau, wie dein Vater, was der für Meinung gehabt hat über die Häuslerleute. Ja, wen hast du denn als Vater angegeben? Unbekannt. Und was ich wegen dem Unbekannt mitgemacht habe, das kannst du dir ja vorstellen. Ja, aber Kathi, du musst doch jetzt sofort was geschehen, oder? Na, das Geschehen ist geschehen, das lässt sich nicht mehr ändern. Ja, aber ganz ehrlich gesagt, du kannst stolz sein auf den Buben. Ich war. Schau her, ich hab einen Brief gekriegt. Ja. Was glaubst du, was er schreibt? Also, liebe Mutter, ja.
Ja, das andere interessiert ja nicht. Hm. Und dann kann ich dir noch mitteilen, dass ich das Diplom bekommen habe. Diplom? Vielleicht kannst du, liebe Mutter, mir 150 Mark schicken, denn es ist der Brauch, dass man das feiert. Ja. Hast du ihm das Geld schon geschickt? Nein, morgen schicke ich es. Das kriegt er von mir. Ja, ja, du warst ja schön. Ja, was du willst. Eins, zwei, drei, vier, fünf, das 250 Mark. Ja. Dankeschön. Jawohl, ja. Und Kathi, und jetzt wird sofort geheiratet. Geht's krumm oder grad? Also, Michel, das hab ich nicht wollen. Ja, wie ich will's. Und dein Bruder, der komme gern, haben dir's gar nicht wert, dass er so eine Schwester hat wie du. Herrgott, auf das freu ich mich so, wenn ich's im Tröpferl weiß beibring. Doch, da kann er nicht mehr spätteln, da bin ich ihm endlich über. Nein, noch ist es ja nicht so weit. Was? Und wenn's so weit ist, dann vergiss ja nicht, dass der Nickel dein Schwager wird. Schwager hin, Schwager her. Zu dieser großen Freude kannst du mir die Kleine ruhig lassen. Also gut, aber ja? Jetzt muss ich wieder gehen. Ja, Matti, geh mit, wir gehen ja hinten übers Feld, gehen wir gleich raus. Ich habe nach aller Hand mit dir zu reden und vielleicht habe ich sogar den Schneid und bitte dich um ein Puzzle. Vielleicht kriegst du sogar einen. Ist wahr? Was für ein Hamisch reiten da so? Der Hamisch war ich. Also du. Ja? Du darfst es, ja, weil du bist ja unser Leithammer. Ja, was? Nein, ich hab gemeint, du leitest. Ja, immer, komm, das erinnert sich, das ist gemeine Katze. Schreit der ab wie ein Jochgeier. Alter, lässt hier noch frei. Und so viel Zeit wirst du schon haben, aber du hast Kaffee und auf den Nudel, oder? Ja, so gerne die Nudeln ist, aber... Also. Heute liegt noch was im Magen und da möchte ich ja nicht stören. Ja, wen störst denn du? Hm. Heute am Sonntag, da kommt vielleicht mal ein unerwarteter Besuch. Zu uns nicht. Such das nicht, Papet. Und mit dem Bruder wirst du auch noch was zum Reden haben, oder? Nein, mit dem kann man nicht reden. Mit dem muss man schimpfen. Schau dir das an. Hat er wieder Flaschen Wein angepatzt und zwei Gläser Wein. Aufräumen muss er es ja nicht, gell? Meine, die Papette räumt es auf, aber die räumt es ihm nicht auf. Mein Lieber, der, wenn ich bald heirat, dann schau ich mich um einen. Ja. Das war recht. Na, aber müsst ihr heiraten. Ne? Der darf sich anschauen, mein Lieber. Ich hab gesagt, ich räume nicht auf, verstehst? Weißt du was, Lenz? Hä? Sitz dich hin und trink du den Wein aus. Tschüss. Ja, weil. Ich geh dir bei mir kommen und mach mir's bequem. Das ist recht. Ein Wein und zwei Glasel. Da müssen zwei Leute da gewesen sein. Tiroler Silberleiten. Den kenne ich, den trinkt nur der Langwieser. Da im Haus sind sie nicht. Durchs Dorf sind sie auch nicht gegangen, sonst wären sie mir begegnet. Muss ich die Geschichte mal von der anderen Seite betrachten. Da sind sie nicht. Da sind sie auch nicht. Und da sind's. Da stehen es benannt, die zwei. Hand in Hand. Jetzt geben sie sich ein Puzzle auch noch. Langsam, Michi, langsam, du druckst ja. Gott, nein, geht dir der Mensch ins Zeug. Ja, mei, bei denen zwei, da steht einer Wiedervereinigung nichts mehr im Wege. Jawohl. Lenz? Ja. Schaust du nach dem Wetter? Nein, ich schau nach meinem Schaf. Was? Was? Das ist aber komisch. Warum? Die stehen doch auf der anderen Seite drüben. Das macht ja nichts. Ne? Mit dem Glas kann ich ums Eck rumschauen. Du Lenz? Ja? Lenz, wenn das schon so ein gutes Glas ist, dann schau doch, wie morgens das Wetter wird. He. Du, da hab ich jetzt nicht mehr die Zeit dazu. Sag's zum Bauern seiner Schwester. Ja. Wir sind ein paar Schafe aus der Pferch ausgebrochen. Ja. Ja, und ich muss sie wieder reintreiben.
Das schaffst du schon, du. Du bist ja so ein guter Schläfer. Schäfer! Ja, ja. Ja, also zähl ich zwei habe ich schon drin. Ja? Aber die anderen zwei. Da wird's ein bisschen was haben, ne? Soll ich dir helfen? Nein, Zilli. Bei dir nicht auf, da kenn nur ich mich aus. Also für dich. Also dann komm ich morgen zu dir, weil morgen hast du ja deine Schafe wieder. Wollen wir es hoffen, ne? Dass ich es wieder hab. Also für dich kurz. Für dich, Lenz. Für dich. Der Lenz. Ja, herein. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, wo ist denn der Bauer? Ja, wo er ist, weiß ich nicht. Mhm. Aber dass er nicht im Haus ist, das weiß ich schon. Ah, ja. Und wo ist denn seine Schwester? Die ist in ihrer Kammer. Ja. Die Blumen, die... Danke, womit habe ich das verdient? Die Blumen gibt's der Schwester von ihr. Und sagst du einen schönen Gruß. Ich darf dir gute Besserung wünschen. Und wenn es nichts dagegen hat, dann komme ich zu ihr auf. Ja. Ja, was ist denn heute bei uns los? Von wem soll ich denn den Gruß ausrichten? Ja, das sieht sie dann schon, wenn ich oben bin. So. Also wenn eine Frau zu einem Mann in die Kammer geht, das lassen wir eingehen. Aber ein Mann zu einer Frau, das ist ordinär. Das ist ja ein Flaschenwein von mir. Das ist aber gespässig. Tatsächlich, wie kommt denn der da her? Ja, was mir die Babette wohl zum Sagen hat, es muss nicht gut um sie stehen, dass sie nach mir verlangt. Ja, wäre schade, wenn ihr was Ernstliches passieren würde. Naja. Grüß Gott. Ja, Betty. Mitti. Ja, das ist jetzt gut. Was ist gut? Dass du nicht im Bett bist. Was soll im Bett? Ja, man hat mir ja gesagt, du wärst sehr herzkrank und ich soll kommen und jetzt bin ich da. Wer hat das gesagt? Der Lenz. Der Lenz? Du, der war gerade vor einer Viertelstunde noch da. Den Lenz, wenn ich erwisch, mich so zu foppen. Sag mal, was der Liebe, ich war sterbenskrank. Nein, gewiss nicht, Palenz. Mich freut's, dass du gesund bist und. Aber da weiß ich nicht, was ich sagen soll. Wenn man sich 20 Jahre aus dem Weg geht, gell, dann fällt einem das Reden schwer. Setz dich doch hin. Ja. Wie geht's dir denn, Babette? Ach, bin zufrieden. Das gefällt mir. Okay, weiter, bleib doch sitzen, Niki. Du wärst ja müde von dem weiten Weg, den du gemacht hast. Und mal sonst. Ja, so ist. Das sag ich ja. Wird doch die Zeit vergeht, gell? Und hat sich so viel ereignet. Sei mir nicht besser, Babette, aber ich weiß nicht, was ich reden soll. Hast früher so schöne Sachen zum Sagen gewusst. Babette, wenn ich damals gewusst hätte, dass ich einmal eine große Erbschaft mache, und ein reicher Bauer wird. Nachher wäre vieles anders geworden. Was war anders geworden? Alles. Ich hätte geheiratet, trotzdem. Was trotzdem? Trotzdem du mich hintergangen hast. Ich hab dich hintergangen. Ich hab dich verstanden. Was hättest du damit am Chlorhäusler gemacht? Deswegen habe ich dich mit dem Nächstbesten von der Straße hintergangen. Ja, oder willst du mir vielleicht sagen, dass dir der Storch das Kind gebracht hat? Nein, gewiss nicht. Na also. Und hätte alles so schön werden können. Und jetzt bin ich ein reicher Bauer und habe einen großen Hof und keinen Erben. Keinen Erben hast? Okay, das ist doch nicht schlimm. Ja. Machst du es halt wie ich, nimmst du die Nächstbeste von der Straße und schon hast du einen Erben. Babette, für was hältst denn du mich? Für das Gleiche, für das du mich hältst. Ja, was soll ich denn da denken? Jetzt nichts mehr, Nickel. Früher hättest du denken sollen. Ich hab denkt genug. Was bei euch Mannsbildern schon denken hast. Weißt du das nur, wie du fort hast müssen und mir Abschied genommen haben voneinander? An Maria Geburt war's. Weißt du das noch? Ja, das weiß ich noch, wie wenn es gestern gewesen wäre. Und ich hab dir versprechen müssen, dass ich dir nicht schreibe,
weil sonst dein Vater die Prüfung in die Hände gekriegt hätte und alles wäre versaut gewesen. Stimmt. Weißt du, ein paar Monate ohne Nachricht in Angst und Sorgen sei, das wäre noch zu ertragen gewesen. Aber das andere... Sag lieber der andere. Gut, sag ich, der andere ist ja gleich Nickel. Du warst doch ein verstandsamer junger Bursch. Hast denn du nicht gedacht, dass auf eine süße Stunde eine bittere kommen kann? Die bittere habe ich schon erfahren, wie ich heimgekommen bin. Und habe erfahren müssen, dass... Dass die Breit wie ein Babettaledigs Kind hat und keiner weiß, wer der Vater ist und lauter solche Sachen. Genau so was. Und den Schneid hast du nicht gehabt, dass du rüber gehst und mich fragst, was war ist an dem schlechten Gerät. Nein, Babette. Ich war ein armer Eiselbub, aber mehr Stolz habe ich gehabt als ein mannreicher Bauernsohn. Für mich war die Geschichte erledigt. Bis du mal heimgekommen bist, habe ich jeden Abend nach Feierabend eine Stunde auf unserem Bankerl gewartet. Mit unserem Kind. Was sagst du da, Babette? Mit unserem Kind? Ja, so ist. Und wenn du es nicht glaubst, dann fragst du die Hebamme. Die kann das genau ausrechnen. Am 15. September. Wird unser Maria 20 Jahre alt. Mein Gott, Babette, so eine Freude. Ich hab den Lenz, den ich erwisch. Was hat denn der Lenz damit zum Tor? Ja, ohne dem Lenz sein Glück hätte ich das nie erfahren. Mein Gott, ich kann's immer noch nicht glauben. Babette, dann ist ja, dann bin ja ich der rechtsmäßige Vater von deiner, von meiner, von unserer Maria. Ein rechtmäßiger Vater ist keiner da. Wieso, das bin ich. Ich schau runtergerissen gleich. Na. Hm? Nein, mein Vater war doch Bürgermeister. Der hätte es nie zulassen, dass ich von einem Heislerbuben ein lediges Kind habe. Der hat im Standesamtsregister eintragen lassen, Vater unbekannt. Das wird sofort geändert. Babette, jetzt wird geheiratet. Hm? 20 Jahre haben wir schon versäumt. In 5 Jahren haben wir silberne Hochzeit. Babette, gib mir ein Bussel. Dann ersparst du das Ja sagen. Geh, Nickel. Geh weiter. 20 Jahre habe ich von dir kein Bussel mehr gekriegt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das ist. Komm. Du warst nicht schuld. Ich war nicht schuld. Dann wirst du doch auf ein unschuldiges Bussel auch nicht drauf ankommen. Puzzeln kannst du gerade noch wie damals. Du hast das auch nicht verlernt. Betty. Und jetzt werde ich die Neuigkeit deinem Bruder Tröpferl weiß. Da wird's noch einen Haken haben, hä? Hacke was? Der darf mich auch nicht fragen, wenn er heiraten darf. Jetzt wird ihm der Dampf eingehen, wenn er die verliert. Na, wer da heiraten müssen? Ui, der wird sich anschauen mit einer Frau. Und am Hof, wo noch alles mit der Hand gearbeitet wird. Da hast du es bei mir schon schöner. Du wirst schauen. Keine dreckige Hand mehr und nur noch anschaffen. Ich kann's gar nicht lernen. Niki, du kannst voll stolz sein auf unsere Tochter. Ja. Schau, was mir geschrieben hat. Liebe Mutter, und dann kann ich dir noch mitteilen, dass ich das Diplom bekommen habe. Vielleicht kannst du mir, liebe Mutter, 150 Mark schicken, denn es ist der Brauch, dass man da feiert. Deine Maria. Hast du sie schon geschickt? Nein, morgen schicke ich sie. Moment. Da habe ich 300 Mark. Für das Mädel reibt mich gar nichts. Dankeschön. Ja. Mei, du musst mir jetzt ein bisschen allein lassen, ich bin ganz irr im Kopf. Fräulein, Betty. Vierti. Vierti, Betty. Vierti. Betty. Betty, mein Betty, wo ist mein Betty? Herrschaft, nein, wer hätte das denn? Die Welt ist erst schön, wenn es schön ist. Und jetzt werde ich mir den Michi kaufen. Kaufen, wird er mir. Da werden ihm die Augen übergehen. Jawohl. So. Da wird er da stehen, als er verdammt. Und da hinter mir.
kommst mir grad recht. Mit dir hab ich was Wichtiges zu reden. Also pass. Ich mit dir auch. Pass auf. Lass, musst du nicht mal mir reden lassen, hä? Ich bin der Herr da im Haus. Ja, also jetzt trinken wir Zeit. Wer hat denn den ganzen Wein ausgesoffen? Ja. Aber denkt ihr nichts, ich bring dir morgen eine Flasche rüber. Den merkwürdigerweise habe ich denselben. Du nicht schon wieder Speckeln und angeben, gell? Jetzt tust du zuerst einmal richtig stärken, gell? Und du auch. Ich hab's nicht notwendig, aber du. Prost. Prost. Musst denn dabei trunken werden? Jawohl. Denn ich hab versprochen, dass ich dir tröpfelweise beibringe. Was willst mir denn du beibringen? Ja. Nickel, sitzt du bequem? Sehr bequem. Ja? Nickel, dein Hof ist durch und durch sozusagen ein Musterhof, alles elektrisch. Aber eins hast du im Bälde nicht mehr. Und da werde ich dir dann über sein. So? Ja. Was habe ich denn nicht? Eine elektrische Hauserin. Brauche ich nicht, ich habe eine lebendige. Ja. Da kann mir kein Mensch auf der Welt ersetzen. Aber nicht mehr lang. Oh, da ist der nicht noch sehr lang. Oh, 6 Wochen ist nicht lang. Wieso 6 Wochen? Weil, Nickerl, sitzt du wirklich gut? Was hat denn das mit dem Sitzen zu tun? Weil ich mit deiner Schwester einig bin und in einigen Monaten heirate. Ah, gell? Das gibt deinem Musterhof einen Schlag. An sowas hast du nicht gedacht, gell? Nein, an so ein Glück habe ich wirklich nicht gedacht. Michi, ich freue mich um meinen Segen, habt's. Jetzt freut sich der. Und ich habe mich schon gefreut, dass er einem recht stinkt. Wieso freust du denn du? Weil uns jetzt alle 2 geholfen ist. Was? Michael. Ja? Sitzt du gut? Ja, warum? Weil deine Schwester und ich auch einig sind und in einigen Monaten heiraten. Ja, wann seid ihr hier denn einig geworden? Zur selben Zeit, wie du mit meiner Schwester einig geworden bist. Aber ich bin dir trotzdem um ein Stückerl voraus. Glaube ich nicht. Ja. Der Jackie. Du machst einen Jackel. Nein, Jackie heißt er von heute an. Denn ich bin sein rechtmäßiger Vater. Mach mir's nach. Kommt schon noch. Da darfst du aber schicken. Die Mary. Du meinst die Maria. Mary heißt sie von heute ab, denn ich bin ihr rechtmäßiger Vater. Ja, dann hast ja du! Ja. Wir haben scheinbar alles zur gleichen Zeit gemacht. Ja, das kommt mir auch so vor. Gratuliere dir, Michi. Ja. Kannst stolz sein auf deinen Buben. Bin ich ja. Gerade hat mir die Kathi ein Schreiben gezeigt. Da schreibt er, er hat das Diplom in München gekriegt. Auf der landwirtschaftlichen Schule. Respekt. Ja. Kann dir auch gratulieren. Kann stolz sein auf den Dirndl. Ja, bin ich auch. Ja. Gerade hat mir die Babette ein Schreiben gezeigt, in dem steht, dass sie auch ein Diplom gekriegt hat in der Haushaltungsschule in München. In München? Was hast du? Sag mal, spannst du nichts, Nickel? Freilich spannst du. Da heraus haben wir versucht, dass wir es auseinanderbringen. Und in München haben wir es zusammengebracht. Michael, wir zwei können machen, was wir wollen. Wir kommen immer wieder auf gleich. Das kommt mir auch so vor. Aber eins habe ich noch im Petto und da wirst du dich furchtbar ärgern. Ich ärgere mich nicht mehr mit dir.
Bitte, Nickerl, ärgere dich bitte nur ein einziges Mal. Also gut, ärgere dich mich noch einmal. Gut. Ich wäre jetzt auch elektrisch. Wenn du meine Schwester heiratst, ja, dann brauchst du einen Starkstrom. Ja. Ja, freilich, Kathi. Wirst du nicht zumuten, dass ich vom Fenster aus zuschaue, wie du putzt? Ich mag überhaupt nicht, dass du mir bei der Arbeit zuschaust. Aber geh, okay, das gefällt mir doch, wenn eine Frau so sauber ist, als wie du. Also, aber die Babette war doch auch sauber. Nicht so wie du. Nicht so gründlich wie du. Du laufst den ganzen Tag mit dem Putzlumpen rum und das mag ich doch so gern. Ja. Jetzt hörst du aber auf. Ist ja wohl. Du, wie lange sind wir jetzt schon verheiratet, gell? Also mich jetzt, glaube ich, aber gestern waren es 3 Wochen. Mei, wie die Zeit vergeht, gell? Ist der vielleicht schon zu lang? Nicht zu lang. Mir kommt ja vor, als wenn es gestern gewesen wäre. Und außerdem, was hast du da 3 Wochen? Ich hab nachgezählt, es sind genau 25 Tage. Und 25 ist eine Jubiläumszahl. Kathi, gib mir Bussi. Ach, sie aber auch mitten unter der Arbeit. Und auch unter der Arbeit wird einmal Brotzeit gemacht. Aber eines verspreche ich dir, heute ist es das letzte Mal, dass du auf den Knien unseren Boden rausputzt. Morgen kaufe ich einen Staubsauger. Der nützt doch nichts für einen Bretterboden. Nee, dann tut der mal einen anderen Boden rein. Pass, wir machen den selben Boden rein, den unser Pfarrer hat. Da mit dem Linoleum, ne? Also praktisch wär's schon. Gell? Okay. Du, was ist? Hat dein Bruder auf dem Hof auch ein Linoleum? Nein. Nicht? Dann sind wir ihm endlich einmal über. So. Na, siehst du, jetzt brauchen wir dann nur noch Blumen auf den Tisch und dann sind wir fertig für den Empfang. Was denn für ein Empfang? Also, Michel. Was denn? Heute kommt doch dein Schwager und deine Schwester. Ja, schon, ja, richtig. Ja, sicher, das haben wir doch ausgemacht. Ja, Frau. Heute kommen doch unsere Kinder. Die Kinder, um Gottes Willen, da kommt der Bub auch mit mir. Mei, das wird was werden, so Bub und dem Vater gegenüber. Okay. Wie sag ich ihm denn, dass ich sein Vater bin, ha? Ja, das wird auch vorbeigehen. Ja, das wird eine schwere Geburt, das sag ich dir. Jetzt hörst du aber auf. Also, ich werde ihn schon vorbereiten. Und der Jackel, das ist ein vernünftiger Bursch. Ja, wie komisches Gefühl ist es. Auge in Auge, Vater und Sohn. Also, ja? Du, also der Sohn kann genauso stolz sein auf seinen Vater wie der Vater ja auf seinen Sohn. Na ja, ich richte mich schon so zusammen, dass er sich nicht schämen muss mit mir, ne? Ja, so. Ja. Und jetzt bin ich fertig. Bist fertig, Silly? Mein Grimmfutter alles herin, ha? Wenn ich sag, ich bin fertig, dann bin ich ratziputzfertig. Na fein. Also das mit dem neuen Traktor, das geht ja ruckzuck. Gell? 3-mal hin und her gefahren, ja, um fertig bin. Ja, man muss eben mit der Zeit gehen. Ich hab mir die Lobach geben, Silly, dass dir nichts passiert mit dem neuen Traktor, gell? Ach, geh. Und wenn? Dann sind wir doch Kasko versichert. Ja, der Traktor, aber du nicht. Nein, Silly, machst du Brotzeit? Naja, ich hab zwar bei der Kramerin gerade ein Schokolade gegessen, aber schön. Aber Brotzeit könnt ihr eigentlich schon noch vertragen. Ja, ja, dann is halt was. Ja, aber das, was ich möchte, das haben wir nicht. Ja. Na, was möchtest du denn? Ja. Ein Salzhering. Was? Gottes Willen! Ein solcher Geschmack, ein Schokolade und ein Salzhering, da fällt Teufel. Und wie ich gerade am Feld draußen war, habe ich noch einen Sauerampf vergessen. So? Also, du, das sind aber komische Gelüste. Ja, muss ich auch sagen. Hast du die schon lang? Ja, seit ein paar Tagen. Ja. Aha. Aber weißt du was? Ja. Jetzt möchte ich viel lieber eine gesteckelte Mulch. Ja. Ja, dann gehst du halt raus in Speis und holst da einen. Gut, eine gesteckelte Mulch, da hab ich jetzt Appetit. Jawohl. Ich weiß nicht. Die hat einen Geschmack beieinander. Ich hab viel Teil beieinander. Ja. Oh, Telefon. Ja. Breitwieser? Wer ist denn? Ich weiß nicht, ein Auslandsgespräch von Rosenheim. Ja, wer? Ach, Maria, ihr seid es. Ja, grüß dich, Maria. Was habt ihr?
Eine Stunde Aufenthalt. Ja, das schickt euch doch, ja. Wer, der Jacky? Ja, ja, freilich. Jetzt möchte der Jacky mit mir reden. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, hallo, Jacky? Ja, freilich, ja, freilich. Ja, Jacky, ich freue mich. Natürlich kommst du sofort mit der Maria zu uns daher, okay? In Ordnung, servus, vierte, ja. Woher weiß denn der, dass wir Telefon haben? Also, Michel, wir haben doch geschrieben, dass wir geheiratet haben. Und wie modern, dass wir uns jetzt eingerichtet haben. So, dann hättest du ihm auch schreiben können, dass ich nicht nur dein Mann, sondern auch sein Vater bin, oder? Nein. Also, das musst du schon mündlich beichten. Jawohl. Mein Lieber, da gehe ich lieber Wahlfahrten, die Schauer da. Wahlfahrten? Man redet zu euch. Ja, Frau Heile. Ja, ich muss mir gerade frisch putzen. Ja, schau, geh mal rein. Ja, du darfst doch nicht mehr rein. Bin ich jetzt so frei, nicht? Ja. Was ist, magst du was trinken, Heinrich? Ja, das kann nicht schon. Genau. Zilli, bring ein Glas Wein. Ja. Ja. Oh. Ja. Ja. Wie gefällt euch nachher der Ehestand? Ja, ganz gut. Ja, also, das ist ja ganz was Neues für mich, ne? Ja, also, ich hab mir auch nicht gedacht, dass das so schön ist. Ja. Haben wir nur dir zu verdanken. Ja, ja, hoffentlich schlagt's mich dafür später nicht einmal. Nein, da brauchst du keine Angst. Ja, du, solang's Honighafer voll ist, ist alles gut und recht, aber wenn's noch einmal ausgeschleckt ist, wird's bitter. Nein, unser Honighafer bleibt voll, bis wir gestorben sind. War sowieso so lang verschlossen. Siehst du es? Ja. Oh, Bauer, da hast du jetzt dein Wein. Für Linz. Linz, grüß dich. Grüß dich, gut, Zilli. Schau, Linz, da hast du einen Wein. Dankeschön, Zilli. Lass den schmecken. Ja. Schaust gut aus heute. Dankeschön. Du schaust aber auch gut aus. Ja. Du, Linz, ich hab für einen Führerschein gemacht. Ein Führerschein hast du? Ja. Na, hoffentlich gilt der nicht auch für den Ehestand. Bei mir gilt der für alles. So. Lenz, warst du schon beim Herrn Pfarrer? Was kommt drauf an, was der Bauer dazu sagt. Ach, der hat gar nichts zum Sagen. Du, Bayerin, ich geh jetzt grad zur Kramerin. Soll ich da irgendwas mitbringen? Was tust denn du bei der Kramerin? Essiggurken kaufen wir, da wird's richtig appetitlich. Ja, was habt ihr für komische Gespräche vom Pfarrer und ob ich einverstanden bin und ob ich es erlaube? Hm? Pass auf, die Geschichte ist ja so. Ja, was denn für ein Geschenk? Das heißt, die Geschichte ist ganz anders. Was? Also jetzt machst du uns aber neugierig. Jetzt erzählen Sie mal von der Geschichte. Ja. Wochenlang hat man ihm ein Hirn zermartert, wie ich euch zwei unglückliche Menschen zusammenbringe. Ja. Mit Lug und Trug. Ja. Ja, und jetzt ist die Strafe Gottes über mich gekommen. Was? Wieso? Ja, wieso? Weil es mich selber erwischt hat. Ja. Jetzt lerne ich die Feinheiten der Ehe auch kennen. Ja, wie ist denn das zugegangen? Ja. Pass auf, wie uns der Herrgott strafen kann. Ich sitze an einem schönen Abend vor meinem Schäferkarren, ja, und iss meinen selber bastelnden Schmarrn. Ja. Kindermädel auf mich zu. Ein Junge? Na ja, so arg jung ist sie nicht mehr. Vom Alter her darf man gut zusammenpassen. Ja, sie ist nicht uneben, fleißig und sparsam. Ja, das ist doch recht. Ja, jedenfalls im Denken, da ist sie sehr sparsam. aber dafür hat sie ein Sparbüchlein mit fast 20.000 Mark. Na, das ist ein Anfang, oder? Ja, und was war nachher mit dem Mädel? Ja. Zu mir hat sie sich hergesetzt und hat mir gebettelt, ich soll ihr Geschichten erzählen. Geschichten? Weil der Abend so schön ist. Aha. Ja, ich habe dann eine Geistergeschichte nach der anderen erzählt, das mögen die Mädel gern. Geister? Ja, und das war mein Untergang. Wieso denn? Je mehr Geister, dass sie aufmarschieren hab lassen, ja, je mehr hat sie sich gefürcht und hat sie an mich hingedruckt, dass ich gleich Ohrensausen gekriegt hab. Ne? Aber ich hab zum Stottern angefangen und hab zum Schluss überhaupt nichts mehr gewusst. Ja. Die Nacht,
Die Nacht war kühl, ne? Ja. Und es dunkelte. Und ich glaube schon, dass es finster geworden ist, ne? Eben nicht. Ne? Der Wetter ist gekommen. Ne? Da war was für uns. Ich kann doch das Mädel bei dem Wetter nicht heimschicken. Ne? Ja. Ich hab's dann mit in meinen Schäferkarren mit rein und da haben wir dann das Wetter abgewartet. Das Wetter. Ganze Stunde hat das Wetter gedauert. Und das war meine Schäferstunde. Weil ich ja der anständige Kerl bin und auch nicht abgeneigt, heirate ich jetzt. Na, siehst du es längst, da gratuliere ich dir. Ja. So war die Geschichte, ja. Aber was ich noch fragen wollte, ja, wann kommen denn deine Kinder? Ja, heute Nachmittag. Ja. Nachmittag? Ja. Ja, Breitwieser, da musst ja du heute noch Fahrt bekehren. Ja, leider, ja. Ich kann ja lieber zum Pfarrer über und die Generalbeichte ablegen. Vielleicht wird's gar nicht so gefährlich. Schauen wir mal, was ich machen lässt. Ich pack's wieder. Also, für dich, Gott, der Weiß. Ja, Lenz, für dich auch. Lenz. Du, was wird denn das für eine sein, die wo er heiraten will? Also, das ist doch bestimmt nicht schwer zu erraten. Meinst du? Du, jetzt mach dir aber ein bisschen, richtig ein bisschen her. Ja, gut. Du weißt, was heute noch auf dich zukommt, gell? Ja, nicht schon hinter mir hin, wenn wir. Also, so ein Traum mich nicht. Ja. Jetzt bin ich wieder da. Ja. Mei, Bärin, die Essiggurken, das ist sowas von gut. Sag einmal. Magst du beißen? Du, die ständigen Essiggurken, das ist doch nicht gesund für deinen Mann. Hast du eine Ahnung, was für meinen Magen gut ist? Mein Mann verträgt alles. Aber wenn ich mir das so überlege, möchte ich eigentlich schon wieder was anderes. Was möchtest du denn? Ein Zwetschgentatschi. Ja? Also da musst du aber warten, bis Zwetschgen reif sind. Na, so lange habe ich keine Zeit. Weißt du was? Ich gehe jetzt in die Küche aus und esse ein paar Ringsburger. Was? Ja, du sag mal. Zilli, du wirst dir nie schlecht. Ja, manchmal schon. Aber schau. Das ist ja gerade das Schöne, weil danach habe ich nämlich immer diesen Durcheinander-Appetit. Also, wenn die nicht Schäferin wird, dann weiß ich auch nicht. Ja, Kathi, grüß dich. Herr Mickel, grüß dich. Grüß dich. Abel, grüß dich. Na, hast du dich schon eingewöhnt in deinen neuen Hausstand? Ja, gut, auch noch. Aber es ist schon praktisch, wenn man bloß noch aufs Knopfdrucker braucht. Mhm. Weißt du, du schon schwerer tun, gell? Ja, wir haben uns ja jetzt sowieso schon so modernisiert. Ja, und morgen kauft mein Mann einen Staubsauger. Nein. Mhm. Aber setzt euch doch hin. Ja. Nehmt Platz, ich bin gleich da, gell? Ja. So, na, seid ihr schon da? Da ist er her, dann können wir sie angehen, gell? Ja, mir wär's lieber, wenn es schon vorbei war. Ja. Aber schön hast du alles putzt und am Fußboden so schön sauber, gell? Schon ja. Block, wenn man den auf die Knie rausputzen muss, gell? Ja, ja. Also, der Michi kauft ja morgen auch ein Linoleum. Ja. Ne? Ah, ja. Ja, aber er kann's nicht sehen, dass ich dauernd auf die Knie umeinander rutsche. Ja, in der Beziehung ist mein Bruder Kavalier. Ja. Die Knie von der Frau sind etwas anders wie die Knie von der Schwester, gell? Ja. Ja. Aber mein Nickel hat mir schon vor der Hochzeit das ganze Haus mit Linoleum auslegen lassen. Ich könnte mich schon wieder zu Tode ärgern. Ja, wieso? Immer wenn ich glaube, ich habe was Neues, hat's er schon wieder vor mir. Nein, das Einzige, was ich nicht habe, ist eine Rolltreppe. Du hast keine Rolltreppe? Wir bauen Rolltreppen rein. Also, Michel. Ja, war. Herrschaftszeiten, sei doch nicht so kindisch. Morgen, heute kommen eure Kinder. Ja, und darum müssen wir ja kindisch sein. Ne? Heute müssen wir Farbe beginnen. Aha. Ja, ich wollte dich jetzt schon hinter mir. Ja. Wenn sie erst 6 Wochen alt wären, könnte man leichter mit ihnen reden. Natürlich,
Der redet sich leichter mit der Jugend, aber in dem Alter, gell, das ist ja Sache. Die sind im Stand und schimpfen einen recht. Ja, ich habe mir schon überlegt, ob es das Gescheitste wäre, wenn wir von der Vaterschaft überhaupt nichts sagen täten. Das habe ich mir schon lange vor dir überlegt. Ja, er hat schon wieder vor mir gedacht. Sag mal, wie stellt ihr euch das eigentlich vor? Ja, also, das würde mich auch interessieren. Ja, ganz einfach. Ganz einfach. Ich meine, dass wir durch die Heirat Väter sind, das ist doch klar. Ist doch klar. Ne? Vater sagen die immer zu uns. Ja, ja, und dann ist ja wurscht, ob sie Vater sagen oder Stiefvater, das bleibt ja doch gleich. Wir haben echte und rechte Kinder. Ja. Und die Kinder haben echte und rechte Väter. So ist es. Nur wissen sie es nicht. Ja, und die Jugend braucht nicht so viel zu wissen. Ne? Und uns ist ein Haufen Arbeit erspart geblieben. Also, Michl, jetzt denk doch ein bisschen weiter. Noch weiter, da wäre ich ja kaputt. Was ist, wenn eins von den zwei heiraten will? Dann sollen sie heiraten. Dann sollen sie heiraten. Ja, wunderbar. Am Standesamt stehen eure richtigen Namen drin. Ihr habt euch als richtige Väter bekannt. Ja, dann wäre es ja gleich gescheiter, wenn mein Bruder Pfarrer werden würde. Ne? Ja, und mein Dirndl eine Klosterfrau. So ist es ja. Michl, jetzt lass dich auslachen. Du wirst dich doch vor deinem eigenen Kind nicht fürchten. Da stellst du dich hin und sagst, Dirndl, ich bin dein Vater. Aus. Jawohl. Und genau dasselbe sagst du auch. Aus. Ich bin ja nicht der Vater von dem Dirndl. Mein Gott, dann sagst du halt in Gottes Namen Bur. Das will ich gerade noch rausbringen. Aber was danach kommt? Ja, also da wird nicht mehr viel nachkommen. Na, wisst ihr was? Wir lassen euch zu dieser Unterredung allein. Und wenn ihr nicht mehr weiter wisst, dann kommen wir dazu und bringen es zu einem guten Ende. Ja? Schau mir mal an. Warum? Ich bin dein Vater. Das ist so richtig, ich hab's probiert. Also, Michl, Herrschafts, jetzt bist du gestandenes Mannsbild und machst dir so ein Theater. Das ist mein Nickel schon ein anderer, gell? Was? Du wärst das schon richtig machen. Ja, ich mach das schon richtig. Ja, ja, also mein Michl macht schon auch richtig, ja, gell? Ja, ja, ja. Ich wär's noch richtiger machen als wir, ne? Ja. Außerdem hab ich's probiert, schon wie es geht, und bin ich schon mal über. Ne? Und heute Abend sind wir eine richtige Familie. Ja. Und lustig wird's. Ja, und ich sauf mir einen Rausch an. Michl, ich hab nichts dagegen. Na, also, ich sauf mit. Du sauf mit. Jawohl. Jawohl. Er feiert mein Vatertag. Jawohl, das hören wir. Ja, was hast denn du da dabei? Ja, was ist denn das? Mutter, sei mir nicht böse, aber ich habe ein Kind gekriegt. Was? Um Gottes Willen, von wem denn? Von mir selber. Schau, das ist der kleine Jackie. Ja, sag einmal, wo ist Maria? Maria, ja? Die war draußen, bis sich der erste Sturm gelegt hat. Ach so. Jetzt soll's reinkommen, jetzt kann man nichts mehr rückgängig machen. Das ist schon passiert. Ich danke dir schön. Auf so einen Vater kann man stolz sein. Ich komme rein, es ist alles gut gegangen. Was ist denn? Ich habe ja eine Fülle von dem Kind mitgebracht. Mein Lieber, jetzt wär's aber kindisch. Mama, ich kann nichts dafür. Ah, ich meine, du warst ja auch mal jung, gell? Da hast du eine kleine Mary. Zwilling! Mädel, du bist der gute Rasse, Respekt! Ja, sag mal, wie ist denn das zugegangen? Mutter, du glaubst ja gar nicht, was München für eine schöne Stadt ist. Ja, das glauben wir. Die Beweise haben wir da. Und was man da alles lernt, ja. Was? Das haben wir gesehen. Ja. München ist die schönste Stadt der Welt. Ja. Du, und unsere Kinder sind echte Münchner Kinder. Ja. Das wäre ja ein Grund zum Trinken. Ja. Du schaust doch einmal um, Mama. Und du auch, Mama. Wie ein Engel, gell? Ja. Mausarbeit. Ja. Und alles unter Putz. Ja. Und ausschauen tut er. Ausschauen, der Bruder schaut aus. Genau, das sieht man, dass das einmal studiert wird. Ja? Da hast du dir alle Mühe gegeben, mein Sohn. Ja. Da kommen schon noch ein paar nach, wenn wir mal verheiratet sind.
Verheiraten? Klar. Ich kann doch meine Mary mit ihren zwei Kindern nicht allein lassen. Ja. Also mit dem habe ich nicht gerechnet. Na, ich auch nicht. Ja, und jetzt wird's doch auch nichts mehr dagegen haben, nachdem die Feindschaft jetzt verheiratet ist. Na ja, gut, dann können wir ja Vatertag feiern, ne? Und Verlobung, und Verlobung. So, jetzt bin ich wieder da. Ja, Maria! Ja, grüß dich. Gut schaust du aus. Ja, du hast ein richtig studiertes Gesicht. Ja, was ist denn das? Mei, ist das lieb. Ja, ist zu euch der Storch gekommen. Na, hört schön. In einer Wohltätigkeitsveranstaltung haben sie es gewonnen. Ja, das sind ja zwei. Ja, stell dir vor, 10 kann es auch. Ja, Maria, wie ist denn das zugegangen? Also das muss mir jetzt sofort erzählen, weil das möchte ich wissen. Moment einmal. Hä? Was ist denn eigentlich mit dem Diplom, Herr Diplomlandwirt? Ja, das würde ich auch ganz gerne fragen, Frau Diplomlandwirtin. Ja. Also ein bisschen Freude könnt ihr uns schon machen. So wenn ist wir es. Das so gnädig alles aufgenommen haben. Ja. Da, hä? Also, das ist es so. Ne? Naja, so war es gerade nicht. Ein bisschen anders. Ja. Wo das Diplom ist, möchte ich wissen. Da. Oh. Jetzt weiß ich's. Dies heißt man bei den Studierten Diplom. Ja. Und das Geld, was ich dir geschickt habe. Ja, und ihr? Also schau, Mutter, wenn man auf die Welt kommt, dann kostet das ein Geld. Aha. Mhm. Ja. So, jetzt brauchst du bloß sagen, dass du Lustbarkeitssteuer zahlen hast müssen. Das gerade nicht. Aber? Also 550 Mark haben wir gekriegt von euch. 300 Mark allein hat das im Bindungsheim schon gekostet. Aha. 50 Mark die Kinderwäsche. Ja. Ja, und von den restlichen 200 Mark haben wir uns gedacht, dass wir uns einen Kinderwagen leasen. War eine gute Investition? Ja. Also, Alter, nicht seid uns heute nicht besser. Und wenn es euch recht ist, nachher koche ich was recht Gutes. Ja, damit seht ihr, was ich gelernt habe und was ich kann. Ja, was du kannst, zwei Teile wissen wir schon. Ja, genau. Also, wenn wir gerade vom Kochen reden, Bayern, haben wir noch ein bisschen Sauerkraut draußen in der Küche. Weißt du, ein ganzes Fassel voll. Ich habe einen solchen Appetit auf ein Sauerkraut. Ich kann da ganze Torten essen. Ja. Was? Mein, weißt du was? Mit dem jetzt die kleinen Bamsen was zum Essen geben. Ha? Die werden einen Hunger haben. Komm her. Ja, und trocken legen werden wir es auch müssen, ja, gell? Warte, Mutter, ich geh mit. Ja, und ich auch. Nein, ihr bleibt da. Auf gell? Kinder aufziehen haben wir noch nicht verlernt, ja, gell? Ja. Kann ich was helfen? Ich bin auch ein alter Wickler. Ja. Wir können euch überhaupt nicht brauchen, gell? Was? Denkt's an den Vatertag. Jetzt kommt der Moment, wo der Affe ins Wasser springt. Wie sag ich's meinem Kinde? Sag's für mich auch gleich mit. Du warst beim sündigen Alor, also musst du jetzt Alor reden. Ja, also gut. Checky, ja, komm, setz dich mal her zu mir, bitte. Gern, wenn's dir eine Freude macht. Ja, Frau. Ja, dann setz dich du zu mir rüber, Mary, damit du nicht so allein bist. Gern. Ja. So. Ja. Ja. Das ist gut. Dann lernen wir uns ein bisschen näher kennen, gell? Ja. Eben. Ja. Ja. Also, ich bin froh, dass wir wieder daheim sind. Ja, und ich auch. Ja, ich war froh, wie wir schon überstanden hätten. Was? So Kleinigkeiten von früher. Ja. So? Ja. Und ich hab mir gedacht, ihr seid euch schon über alles einig? Ja, einig sind wir schon. Aber klar ist noch nicht alles. Ja, was habt's denn überhaupt? Ist jemand gestorben? Ja. Im Gegenteil. Ja. Fang halt einmal an, du Feigling. Ich probier's nicht. Checky? Ja? Schau mich an, ob. Was? Ob mein Krawatte richtig sitzt. Gut, auch noch? Ja? Ja. Ja. Mary,
Schau mich einmal an. Ob. Ja. Ob. Was? Ob ich noch keine grauen Haare habe. Also, wie sich noch kurz. Ja. Keki! Ja? Ich bin. Was bist du? Ich bin so nervös, dass ich das gar nicht sagen kann. Mary. Ja? Ich bin. Was bist denn? Heut gar nicht gut benannt. Ich weiß nicht, was das ist. Vater? Ja? Schau mich einmal an. Ja? Vater? Schau mich einmal an. Ja? Ich bin dein rechtmäßiger Sohn. Hm? Ich bin deine rechtmäßige Tochter. Nur, das war eine schwere Geburt. Jetzt ist mir leichter. Vater, ich bin ja so stolz auf dich. Ja. Vater, ja. Aber ein bisschen mehr Schneid hätte da schon zutraut. Ja. 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 Das Kinderkriegen ist gar nicht so schwer. Oh, in dem Fall aber schon. Der Tschäki, sag mal, woher wisst denn ihr das? Dass unsere Väter mit Angst und Bang auf uns warten. Ja. Der Lenz hat uns am Bahnhof erwartet. Der Lenz. Und hat uns Tipferl für Tipferl und Tröpferl für Tröpferl beibracht. Ja. Na. Ja. Na, Vater. Was? Ist er jetzt besser? So gut wie noch nie in meinem Leben. Ja. Und dir, Vater? Ja, ich komme mir vor wie eine Kuh, die ein Kalb bekommen hat. Die Geburt schon vorüber. Ja, ja, Lenz, ja. Lenz, komm da rein. Unsere Väter sind wohlauf und gesund. Ja. Ja. Und wir zwei, wir holen jetzt unsere Mütter. Ja, da hast du. Komm, Jackie. Ja. Lenz, du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Ja, das weiß ich schon. Na, wie geht's euch denn? Na, wie haben wir das gemacht? Wie haben wir das gemacht? Hey, wenn's nach euch gegangen, dann die Kinder vaterlos sterben. Was? Ja. Ja, ja. Das ist, habt ihr euch schon bedankt beim Lenz? Jawohl. Haben wir. Das haben wir. So. Jetzt können wir Vatertag feiern. Nein, nein. Jetzt habe ich alle Schafe in meiner Pferde. Ja. Jetzt reden wir erst einmal über das Heiratsgut. Was? Kinder, okay, die Katja und ich, wir haben draußen uns überlegt, was wir da aufschreiben, haben euch jedem eine Rechnung geschrieben und ihr hofft, ihr seid einverstanden. Jawohl. 20 Jahre Alimente pro Monat, 50 Mark, 12.000 Mark. Schmerzensgeld und Wartegeld, 3.000 Mark. Zusammen 15.000 Mark. Aha, das ist sozusagen eine Lustbarkeitssteuer nach. Wird genehmigt, wird genehmigt. Also dann bedankt euch bei euren Vätern, bei den Zäunen. Aha, wir haben die Kinder nur geliebt. Ja. Ja. Vater, ich danke dir schön. Du bist ein großer Kavalier. Ja. Vater, ja? Ich danke dir auch recht schön. Was? Ich bin stolz auf dich. Ja. Also, was ihr in der kurzen Zeit alles geworden seid, ist nicht zu glauben. Schwager, Schwiegervater, Vater und Großvater. Ja. Also, mehrer kannst du von einem Menschen nicht verlangen, kaum. Lenz! Ja, was ist denn? Lenz, du bist ja. Stell dir vor, ich komme jetzt gerade vom Doktor. Und wenn das stimmt, was der gesagt hat, dann bist du in 8 Monaten Diplom-Schäfer. Nein. Du schon, pass auf. Warte, ich stell das ein. Ja. Mhm. Ja, Gott sei Dank, sie kommt. Wer kommt? Wer kommt? Die Landschaft. Ach, Landschaft kommt immer näher. Ja, kannst du mal sehen? Ja, wer kniet denn da am Martel? Was? Das sehen wir. Ja, warte mal.
Ui, das ist ja die Langwiese-Karte. Die kenne ich gleich von hinten. Ja, ja. Warum ist sie mir so bekannt vor? Ja, die schaut von hinten auch noch aus wie ein Junge. Ja. Ich soll sie erst mal von vorne schauen, mein Lieber. Ja. Da ist sie noch gar nicht geboren, so ein junges Ding. 20 Jahre habe ich nur von der Weiten gesehen. Ja. Siehst du es jetzt mal von der Nähe? Ja. Ja. Und das Märterl ist so weit weg und sie ist so nah da, dass es gleich mit der Hand greifen könnte. Ja, ja, tun das Glas wieder her, ne? Bevor du es ganz herziehst. Ja. Das wäre dir doch nicht recht. Was? Wenn die auf einmal vor dir stehen. Da. Was hast du nicht recht? Ha? Ich meine ja nur. Na, will das einmal sehen. Na, du, die geht tatsächlich da auf dem Weg zu unserem Dorf, kommt die. Die wird in die Kirche gehen. Die Kirche auf außen drüben gibt's doch auch Kirchen, oder? Aber in die gleiche Kirche, das ist genauso fad wie jeden Tag ein Schweiners mit Kraut. Ja, schon, ja, da hast du auch recht, ja, ja. So, ja. Wo ist denn deine Schwester überhaupt? Meine Schwester? Ja. Die sind der Holzhütten, die staubt die Holzscheitel ab. Heute am Sonntag? Meine Schwester kennt keinen Feiertag beim Putzen. Ja. Die wird schon auch in die Kirche gegangen sein. Das kann auch möglich sein, ja, du hast recht. Die geht tatsächlich auf die Kirche zu. Jetzt ist sie ganz nah da, ganz nah. Ja, ne, ne. Aber du bist zu weit weg. Ja? Ja. Weit ja, komm, lass mich mal. Ich geh mal schnell in die Kirche, gell? Was gehst du in die Kirche? Ja. Du wirst doch wegen der Kathi nicht in die Kirche gehen. Was hast du wegen der Kathi in die Kirche? Weil es der Brauch ist, ne? Wenn jetzt in die Kirche geht, dann verhandelt man einen ganzen Haber. Was sagst du? Du, nein, ich meine nur, du kannst doch so nicht in die Kirche gehen. Warum nicht? Du musst dich mal ein bisschen rasieren. Der Herrgott schaut nicht aus, ob man rasiert ist, oder? Herrgott nicht, aber Kathi. Ach so, meinst du? Und die sucht es an ihren Brüdern und das war dir doch nicht recht, ja, wenn der Konkurrent abfällig über die daherreden wird. Was ist, hab ich noch Zeit? Na, zum Rasieren hast du allweil Zeit. Ja, dann ist schon recht. So, und ich mach mich auch wieder auf den Weg. Ja, Lenz! Ja. Gehst du schon wieder? Ja, freilich. Ich hab nicht ganz geschafft, aber was soll ich noch da, gell? Erzähl mir halt noch ein paar Geschichten. Was, der Bauer geht auch gerade weg und jetzt waren wir ganz allein, Lenz. Ja, aber du, ich hab heute hab ich schon so viele Geschichten erzählt, gell? Ja. Ja, ich bin schon ganz müde. Aber Lenz, das darf mich so interessieren, wie das ist mit Radlschnee über. Nein, aus dem Mond rings. Okay. Und wenn? Das macht doch nichts mehr. Wir setzen uns einfach in deinen Schäferkorn. Na, du, das geht nicht. Nee? Na, das geht nicht, weil da ist der Hund drin. Ja, ja, und der hat Masern. Was? Ja. Die sind ansteckend, ne? So. Ja, wo schlafst nachher du? Ja, ich schlaf in der Hundshütte, ne? Bis der Hund wieder arbeitsfähig ist. Aber dann wird schon wieder Platz tauschen, gell? Dann werden wir wieder tauschen, Silly. Aber wer's sehen, Lenz, morgen regnet es bestimmt nicht. Ja, ich komm schon. Lenz, wer's sehen, morgen scheint die Sonne. Ja. Das weiß ich gar nicht. Was ich von dem Martel denken soll. Na, herein. Oh, ja, grüß dich gut. Gott sei Dank, dass du da bist. Ja, aber nicht mehr lang, du. Ich bin schon auf dem Weg. Ich muss in die Kirche, weißt du? Wie geht's ihm denn? Na, ganz gut, du. Er befindet sich auf dem besten Weg der Besserung. Na, also, ich muss gehen. Für die Gott dabei, gell? Ja, für die Gott. Mein Gott, Herzklopfen hab ich. Aha. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Wo ist denn der Bauer? Der Bauer in seiner Kammer. Da gehst du jetzt rauf zu ihm, bringst ihm die Flaschen Wein, sagst ihm viele Grüße von mir und ich wünsche ihm gute Besserung. Aha. Und wenn es ihm recht ist, dann komm ich rauf zu ihm. Am helllichten Tag geht die zum Bauern in die Kammer. Von wem soll ich denn den Gruß ausrichten? Das ist nicht wichtig. Das sieht er dann schon, wenn ich komme. So. Mhm. So ein unkeusches Weib. Es ist gescheiter, ich gehe doch wieder. Aber der Lenz hat gesagt, er ist herzkrank. Und
Da kann leicht was passieren. Nein, es ist doch gescheiter, ich gehe wieder. Ja, Kathi. Ja, Mädchen. Ja, hier ist sowas. Ja, hier ist sowas. Ja. Ja, sag mal, bist du nicht krank? Warum soll ich krank sein? Ja, der Lenz, der war heute Vormittag bei mir und hat gesagt, du bist schwer herzkrank. Ja. Und es tät dich freuen, wenn ich dich besuchen tät. Ja, wie kann denn der Lenz sowas sagen? Ja, was weiß ich. Meinte, es hätte ja schlecht um dich stehen können, ne? Ja, dem werde ich meine Meinung sagen, dem Lenz, mein Lieber. Ja, aber jetzt. Ja, was soll ich denn da denken? Jetzt nichts mehr, Nickel. Früher hätt's denken sollen. Ich hab denkt genug. Was bei euch im Mannsbild dann schon denken heißt. Weißt du das nur, wie du fort hast müssen? Und mir Abschied genommen haben voneinander. An Maria Geburt war's. Weißt du das noch? Ja, das weiß ich noch, wie wenn's gestern gewesen wäre. Und ich hab dir versprechen müssen, dass ich dir nicht schreib, weil sonst dein Vater die Prüfung in den Tint gekriegt hätte und alles wäre versaut gewesen. Stimmt. Weißt du, ein paar Monate ohne Nachricht in Angst und Sorgen sei, das wäre noch zu ertragen gewesen. Aber das andere. Sag lieber der andere. Gut, sag ich der andere. Ist ja gleich. Nickel, du warst doch ein verstandsamer junger Bursch. Hast denn du nicht gedacht, dass auf eine süße Stunde eine bittere kommen kann? Die bittere habe ich schon erfahren, wie ich heimgekommen bin. Und habe erfahren müssen, dass. Dass die Breit wie ein Babetta-lediges Kind hat und keiner weiß, wer der Vater ist und lauter solche Sachen. Genau so was. Und den Schneid hast du nicht gehabt, dass du rübergehst und mich fragst, was wahr ist an dem schlechten Gerät. Nein, Babette. Ich war ein armer Eiselbub, aber mehr Stolz habe ich gehabt als ein mannreicher Bauernsohn. Für mich war die Geschichte erledigt. Wie du mal heimgekommen bist, habe ich jeden Abend nach Feierabend eine Stunde auf unserem Bankerl gewartet. Mit unserem Kind. Was sagst du da, Babette? Mit unserem Kind? Ja, so ist. Und wenn du es nicht glaubst, dann fragst du die Hebamme. Die kann das genau ausrechnen. Am 15. September wird unser Maria 20 Jahre alt. Mein Gott, Babette, so eine Freude. Ja, den Lenz, den ich erwisch. Was hat denn der Lenz damit zum Tor? Ja, ohne dem Lenz sein Glück hätte ich das nie erfahren. Mein Gott, ich kann's immer noch nicht glauben. Babette, dann ist ja, dann bin ja ich der rechtsmäßige Vater von deiner, von meiner, von unserer Maria. Ein rechtmäßiger Vater ist keiner da. Wieso, das bin ich, ist ja runtergerissen gleich. Na. Nein, mein Vater war doch Bürgermeister. Der hätte es nie zulassen, dass ich von einem Heislerbuben ein lediges Kind hab. Der hat im Standesamtsregister eintragen lassen, Vater unbekannt. Das wird sofort geändert. Babette, jetzt wird geheiratet. 20 Jahre haben wir schon versäumt. In 5 Jahren haben wir silberne Hochzeit. Babette, gib mir ein Puzzle. Dann ersparst du das Ja sagen. Hey, Nickel. Geh weiter. 20 Jahre habe ich von dir kein Puzzle mehr gekriegt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das ist. Komm. Du warst nicht schuld, ich war nicht schuld. Dann wirst du doch auf ein unschuldiges Puzzle auch nicht drauf ankommen. Ach, da hat die Sennerin keine Hose angehabt. Ja, nein, ich weiß schon. Was studierst du? Ich weiß nicht, ob der Langwieser Jackl und unsere Maria nicht miteinander ein bisschen passieren und sperren sollen. Hm? Okay, wie kommst du denn auf das? Was ich gerade gesagt habe, der Jackl hat ihr gezeigt, wie man Traktor fährt. Ja, da ist doch nichts dabei, die werden nicht gleich an den Traktor reinkommen. Unter dem Traktor nicht, aber vielleicht unter den Check ist, nicht? Sag einmal. Ja, was heißt das? Beim Zeigen bleibt es meistens nicht, ne? Du weißt, das Mädel ist alt genug, die muss wissen, was zum Tor hat. Denk einmal drüber nach. 20 Jahre zurück, da warst du genauso alt. Hast du gewusst, was du tust, hä? Fangst schon wieder an mit der Butterbrotschmiererei? Ist ja wahr, ja. Ich schimpfe nicht, mir ärgert's ja bloß, ne? Die ganze Angelegenheit. Weißt schon, du kannst am Hörsagen. Ja, der Lenz, ja, grüß. Lenz, was brauchst du? Was ist denn los? Ja? Das Fixsatz ist mir ausgegangen. Das Fixsatz. Ja. Das ist drin, ja, bin ich bin. Wie geht's dir denn, hä? Nein, Babette. Wie so ein Käse, wenn man das ganze Jahr unter die Schafe ist, nicht? Hast du keine Ansprache, gell?
Ja, aber Zeit zum Denken und das ist langweilig. Weißt, wenn einer Zeit hat zum Denken, das ist eine Strafe Gottes. Okay. Ich sag dir was, Babette, da kommst du auf Gedanken, wo ein anderer, der wo nicht Zeit hat zum Denken, gar nicht denkt. An was denkst jetzt du da zum Beispiel? An alles, was du nur denken kannst. An die denken zum Beispiel auch oft. Und deinen Bruder. Okay, da gibt's doch nichts zum Denken. Ja, sag das nicht. Da gibt's sogar einiges zu denken. Du machst mir direkt neugierig. Schau, du bist doch noch eine begehrenswerte Person. Geh her auf. Ja, und dein Bruder ist auch noch ein strammes Mannsbild. Ne? Da denke ich mir oft, Herrgott, Sakrati. Bei denen zwei, da müsst ihr doch noch was rühren. Sag mal, wär nicht dir auch lieber, du hättest statt einem Bruder einen Mann und dein Bruder statt der Schwester eine Frau? Ja, ich hab die Nasen voll. Jesus, na, wegen dem ledigen Kind. Einmal ist keinmal und zweimal ist erst einmal. Also, weißt du, hast Ansichten. Lenz, sag mal, hättest mir jetzt du geheiratet mitsamt meinem ledigen Kind? Nein. Mit meinem Schäferkarren mit Kochnische wirst ja du auch nicht gerade zufrieden sein, oder? Nein, gewiss nicht. Na, also. Siehst du, darum denken wir das alles. Das kostet nichts und tut kein Menschen weh. Aber als unbeweibter Bruder und als unbemannte Schwester miteinander hausen, das ist auf Dauer Fahrt. Du, da fängst dann leicht einmal zum Sticheln und Benzen an und kannst ja zum Schluss nicht einmal ein verliebtes Versöhnungsbussel geben, nicht weil dir das gesetzlich nicht erlaubt ist. Ja, aber da gibt's schon noch. Ja. Wie ein Missionar. Ja, so kann man auch sagen. Ich muss halt auf höherer Anordnung Leute bekehren, die sich nicht belehren lassen. Ah, vielleicht so wie ein Bibelforscher. Nein, Zilli, mit dem Denken tust du manchmal auch ein bisschen hart, gell? Nein, nicht manchmal, immer. Aber mit der Bibel, da hast du gar nicht mehr so Unrecht. Ja? Hm? Mir ist nämlich am Freitag ein Engel erschienen. Du, wenn der Freitag der 13. war, dann ist schlecht. Freitag der 13. ist immer schlecht. Ja, pass auf, dieser 13. Engel hat zu mir gesagt, Lenz hat er gesagt, du musst jetzt zum Denken anfangen. In einer Geschichte, die sie vor 20 Jahren abgespielt hat. Und da kannst du ein gutes Werk vollbringen, hat er gesagt. Ja? Mhm. Ein gutes Werk bei unserem Bauern. Das kannst du sparen. Der ist reich genug. Oh, mein Mädel. Weißt, es gibt Leute, da stimmt das Sprichwort reich im Beutel, arm im Herzen. Ja? Mhm. Also, das kann ich mir nicht denken. Ja. Im Denken warst du das ganze Jahr arbeitslos. Da, schau her, Lenz, da kommt jetzt der Bauer, gell? Du, ich komme mal zu dir auf deine Schafweide, ja? Ja, schon, aber im Moment da kriege ich nicht ein Schaf mehr auf meiner Pferche unter, weißt? Ja, ich komme nicht zu den Schaf, ich komme doch zu dir. Also, ja. Ja, dann brauchst du keine Angst nicht haben, Lenzi. Ich bring schon was mit. Eine Brotzeit und was zum Trinken, gell? Ist schon recht, Silly. Da meine ich, ist besser, wenn ich meine Schafe ins Ausland treibe. Ja, der Lenz, ja. Ja, was tust denn du? Was ist denn los, dass du halt da bist? Ja, was soll los sein? Heute ist Sonntag und da haben meine Schafe keinen Ausgang. Ne? Ach so? Bist du schon lang da? Nein, auf einen Kaffee und eine Nudel. Ne? Ja? Mhm. Gehst du auf die Jagd? Wieso? Na, weil du einen Feldstecher um hast, ne? Ach so. Na ja, ich bin halt ein moderner Schäfer. Ja. Aber, Breitwieser, du glaubst nicht, wie weitsichtig ich in die letzten Tag geworden bin. Ja? Mhm. Arsch mit deiner Britschlerei, das so kann ich dir sagen. Aber sauber soll es schon sein, gell? Hab ja nichts dagegen. Aber kannst du nicht machen, wenn ich nicht daheim bin, oder? Okay, wann bist denn du einmal nicht daheim?
Kaum Mann, jetzt habe ich mir eine Stunde, wo ich in aller Ruhe putzen kann, dann fährt dich der Teufel schon wieder her. Na, geht schon los mit deinem Schimpfen, Beifern da. Na, ich schimpf doch nicht. Nein, du hast Beifern. Du, wenn du mal eine Frau hättest, mein Liebe. Die darf tot unglücklich sein. Ja. Oder ihr müsst jetzt auf Steizen durchs Haus laufen. Ja. Weil auch der Träg. Ja, genau. Und du, wenn du einen Mann hättest, dann wärst du schon lang Witwe. Warum? Weil der gesungen hat aus dem Lied von jener Wein, er wurde weggeputzt von dieser Welt, ja. Michi, bei dir ist am gescheitesten, man lass dir so, wie du bist. Jawohl, das war's. Gescheitest, du lass mich so, wie ich bin. Mit dir ist kein Hausen. Denk einmal an Langwieser von unserem Nachbardorf, wie gut der mit seiner Stiefschwester zusammenhaust. Ja, die putzt auch nicht den ganzen Tag, ne? Weil's einen Staubsauger hat. Ja. Bei dem ist nämlich alles elektrisch. Da werden sogar die Kühe elektrisch gemolken. Ja, Kunststück, der hat er geerbt, ne? Vor 20 Jahren. Was war er denn da? Ein Kleinhäusler mit zwei verhungerten Kühen. Mhm. Und jetzt ist er der größte und modernste Bauer. Ja, warum? Weil er geerbt hat, ne? Da kann jeder Depp was werden. Du, der Langwieser war fleißig, solange ich kenn. Ja. Der hätte das ganze Geld auch verpulvern können, aber nein. Grund für Grund hat er gekauft. Und heute steht er da wie kein Zweiter. Elektrisch. Und wenn ihn auch seine Neider den elektrischen Hofbauer nennen, dann ist das gerade eine Ehre für ihn. Sag mal, was hilfst denn du dem Angeber da? Ne? Weil mir das gefällt, wenn's ein Mensch zu was bringt. Ja, und elektrisch wird, gell? Und mit der Zeit geht. Ja, mit der Zeit geht. Wieder mal was sagen, dein Maulwerk, das mir, wenn elektrisch wird, das wäre schön. Warum? Na, könnte ich's abstellen, wenn ich weiß. Ja. Von Breitwieser zum Langwieser, da geht ja gar kein Weg hin. Jawohl, da hast du recht, ja. Sag mal, ihr wart doch mal gute Freunde. Was? Freunde waren wir noch nie, das heißt, wir waren auch noch nie Feinde. Ja. Aber den Angeber kann ich genauso wenig leiden wie deine Putzerei. Pass mal auf, ich habe noch nie gehört, dass der Langwieser hochmütig wäre. Da haben wir schon ganz andere Brotzen bei uns in der Gegend, gell? Sag mal, was hilft denn dauernd? Hilft mir gar nicht, ich sag bloß, was wahr ist. Ja, ja. Seine Schwester, wenn er nicht hätte, mein Lieber, dort hat er besser ausschauen. Gell, gibst das zu, dass eine Schwester oft besser ist wie eine Frau, hä? Ja, schon, dass er einen ledigen Burm hat. Warum? Ja, weil es mir gefallen tät. Hättest du halt ein bisschen früher dazu tun sollen. Ja, ja, du hast recht, ja. Aber mal probier's halt einmal. Vielleicht nimmt's dir ja, gell? Mhm. Eine Frau mit einem ledigen Kind, die muss ja froh sein, wenn's überhaupt unter die Haube kommt. Hat mir einmal einer gesagt. So, wer denn? Ja, du, wie mich das Unglück getroffen hat. Mein Ach so, bist du lang da? Nein, am Kaffee und eine Nudel, ne? Ja, gehst du auf die Jagd? Wieso? Na, weil du einen Feldstecher um hast, ne? Also, naja, ich bin halt ein moderner Schäfer. Ja. Aber, Breitwieser, du glaubst nicht, wie weitsichtig ich in die letzten Tage geworden bin. Ja? Mhm. Was hat denn der gekostet? Ja, nicht viel. Ne? Ja, gar nichts. Den hat mir der Langwieser verehrt. Na, Der gibt's aber noch weh. Ja, der hat sich ein neues Jagdglas gehabt. So? Mhm. Naja. Du glaubst ja nicht, was du dadurch alles siehst. Ist wahr? Ja. Du, das zieht's alles zum Greifen nachher. Ja? Mhm. Ja, da brauchst du einen Rehbuch, brauchst du nicht mehr da schießen, den kannst du mit dem Stecken da schlagen. Okay. So aus, ja. Okay. In der Sache. Komm. Machst du schon, pass auf. Warte, ich stell das ein. Ja. Mhm. Na? Ja, Gott sei Dank, sie kommt. Wer kommt? Die Landschaft. Ach, Landschaft kommt immer näher. Ja, lass noch mal sehen. Ja, wer kniet denn da am Martel? Was? Lass sehen. Ja, warte mal. Ui, das ist ja die Langwieser-Kathi. Haha, die kenne ich gleich von hinten. Warum ist sie mir so bekannt vorgekommen? Ja, die schaut von hinten auch noch aus wie ein Junge. Ja. Ich soll sie erst mal von vorne schauen, mein Lieber. Ja. Da ist sie noch gar nicht geboren, so ein junges Ding. 20 Jahre habe ich nur von der Weiten gesehen. Ja. Siehst du es jetzt mal von der Nähe? Ja. Und das Märterl ist so weit weg und sie ist so nah da, dass es gleich mit der Hand greifen könnte. Ja, tun das Glas wieder her, ne? Bevor du es ganz herziehst. Ja. Das wäre dir doch nicht recht. Was? Wenn die auch einmal vor dir stehen da. Was hast du nicht recht, ha? Ich meine ja nur. Na, will das einmal sehen. Na, du, die geht tatsächlich da auf dem Weg zu unserem Dorf, kommt die. Die wird in die Kirche gehen. Die Kirche auf außen drüben, die gibt's doch auch Kirchen, oder? Aber in die gleiche Kirche, das ist genauso fad.
Jeden Tag ein Schwein aus mit Kraut. Ja, schon, ja, da hast du auch recht, ja, ja. Du, ja. Wo ist denn deine Schwester überhaupt? Meine Schwester? Ja. Die sind der Holzhütten, die staubt die Holzscheitel ab. Heute am Sonntag. Meine Schwester kennt keinen Feiertag beim Putzen. Ja. Ja. Die wird schon auch in die Kirche gegangen sein. Das kann auch möglich sein, ja, du hast recht. Und die geht tatsächlich auf die Kirche zu. Jetzt ist sie ganz nah da, ganz nah. Ja, ne, ne. Du bist zu weit weg. Ja. Ja. Ja, komm, lass mich mal. Ich geh mal schnell in die Kirche, gell? Was gehst du in die Kirche? Ja. Du wirst doch wegen der Kathi nicht in die Kirche gehen. Was hast du wegen der Kathi in die Kirche, weil es der Brauch ist, ne? Jetzt in die Kirche. Also wenn eine Frau zu einem Mann in die Kammer geht, das lassen wir eingehen. Aber ein Mann zu einer Frau, das ist ordinär. Das ist ja ein Flaschenwein von mir. Das ist aber gespässig. Ne? Tatsächlich, wie kommt denn der da her? Ja, was mir die Babette wohl zum Sagen hat, es muss nicht gut um sie stehen, dass sie nach mir verlangt. Ja, wer schaut, wenn er was Ernstliches passieren wird. Naja. Grüß Gott. Ja, Betty. Mitty. Ja, das ist jetzt gut. Was ist gut? Dass du nicht im Bett bist. Was soll im Bett? Ja, man hat mir ja gesagt, du wärst sehr herzkrank und ich soll kommen und jetzt bin ich da. Wer hat das gesagt? Der Lenz. Der Lenz? Du, der war gerade vor einer Viertelstunde noch da. Den Lenz, wenn ich erwisch, mich so zu foppen. Sag mal, was der Liebe, ich war sterbenskrank. Nein, gewiss nicht, war nicht. Mich freut's, dass du gesund bist. Und aber da weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ja, ja. Wenn man sich 20 Jahre aus dem Weg geht, gell, dann fällt einem das Reden schwer. Setz dich doch hin. Ja, ja. Wie geht's dir denn, Babette? Ach, bin zufrieden. Das gefällt mir. Okay, weiter, bleib doch sitzen, Niki. Du wärst ja mir zeit von dem weiten Weg, den du gemacht hast. Und mal sonst. Ja, ja. Ja, ja, so ist's. Das sag ich auch. Wird doch die Zeit vergeht, gell? Und hat sich so viel ereignet. Sei mir nicht besser, Babette, aber ich weiß nicht, was ich reden soll. Hast früher so schöne Sachen zum Sagen gewusst. Babette, wenn ich damals gewusst hätte, dass ich einmal eine große Erbschaft mache und ein reicher Bauer werde, nachher wäre vieles anders geworden. Was war anders geworden? Alles. Ich hätte geheiratet, trotzdem. Was trotzdem? Trotzdem du mich hintergangen hast. Ich hab dich hintergangen. Ich hab dich verstanden. Was hättest du denn mit einem Chlorhäusler gemacht? Deswegen habe ich dich mit dem Nächstbesten von der Straße hintergangen. Ja, oder willst du mir vielleicht sagen, dass dir der Storch das Kind gebracht hat? Nein, gewiss nicht. Na also. Und hätte alles so schön werden können. Und jetzt bin ich ein reicher Bauer und habe einen großen Hof und keine mehr. Traktor! Ja. Da spannst du den Ochsen davor, weil du kannst nicht Traktor fahren und ich auch nicht. Na, da wird sich auch einen Ausweg finden. Du, hab ich da als Mutter vielleicht auch was zum Sagen? Okay. Jetzt denk doch einmal zurück. Was soll ich denn mit an dein verpuschtes Leben, oder? Ja, wo soll's denn hin? Nach München. Um Gott, so eine Großstadt. Was heißt Großstadt? Da wohnen sie bei unserer Basen und da sind sie gut aufgehoben und in besserer Aufsicht als wir bei uns da, ne? Ja, in Gottes Namen. Ja. Müssen wir jetzt schauen, was Mädel dazu sagt. Mann, hol's gleich einmal rein, dann werden wir sie gleich schmackhaft machen, ne? Ja. Maria? Maria? Ja, Mama? Guck mal. Ja. Was ist denn? Na, komm her. Was ist denn das? Ein Lichtschalter. Und da sagt dieser Trottel, dass der noch kennt nicht einmal einen Lichtschalter. Wer sagt das? Ah, den kennst du nicht, da sitzt der wieder. Was ist denn? Sag mal, kannst du kochen? Ja, nicht arg viel. Hm? Kartoffeln und einen Kaffee halt. Aha.
Kannst du Rasierwasser warm machen? Ich hab halt noch keine Zeit gehabt zum Lernen. Edel. Ja, wenn ich immer im Steuer und am Feld draußen sein Nein, muss. Nein, mach dir ja keinen Vorwurf. Aber wenn du mal heiratst, dann musst du doch kochen können. Ja, dann muss ich's halt lernen. Eben, und darum habe ich beschlossen. Was habe ich denn beschlossen? Ja, das musst ja du wissen, das hast ja du beschlossen. Also ja, und darum haben wir beschlossen, du fährst morgen auf die landwirtschaftliche Haushaltungsschule. Na, Magl, wir meinen das da bloß gut. Ja. Ich kann das Kochen auch woanders lernen, und bei uns in der Nähe. In München ist viel besser. Außerdem wohnst du bei unserer Basen, da bist du gut aufgekommen und auf sich, ne? Okay, die Hirschberger Zinzi hat auch beim Wirt in Erlbrunn Das gehört. Ist mir ganz egal, was die Hirschberger Zinzi gemacht hat. Du fährst nach München und da lernst du was, da lernst du das Kochen. Und nicht nur das Kochen, sondern modernen Viehstand, den modernen Stall. Da wirst du eine moderne Bäuerin und dann kannst du modern aufkochen. Und wenn du mal heiratest, heiratest doch du einen modernen Bauer, oder nicht? Ja, warum tust du denn du nicht modernisieren? Ich? Dass der Langwieser sagen kann, ich habe ihm alles nachgemacht. Und wie lange muss ich da bleiben? Ein Jahr, sagt der Bruder. Ja. Ein Jahr? Ja, ihr seid's gut. Da darf ich ein ganz Jahr lang mein... Was darfst du ein ganz Jahr lang? Mein Steu und meine Kühe und Ochsen nicht mehr sehen. Das macht nichts, aber wenn du zurückkommst, dann bist du jemand. Dann kannst du aufkochen und das tust du dann. Dann den ganzen Geruch musst du rüberziehen bis nach Aufhausen. Damit der Langwieser die Nasen aufzieht und die Ohren anlegt, mein Lieber. Da sind wir endlich einmal über. Konnte es nicht ein bisschen später sein? Ich muss unbedingt noch was erledigen. Was du zu erledigen? Er sagt es. Ah, den kennst du nicht, da sitzt er wieder. Was ist denn? Sag mal, kannst du kochen? Ja, nicht arg viel. Hm? Kartoffeln und einen Kaffee halt. Aha. Kannst du Rasierwasser warm machen? Ich hab halt noch keine Zeit gehabt zum Lernen. Eben. Ja, wenn ich immer im Steuer und am Feld draußen sein Nein, muss. Nein, mach dir ja keinen Vorwurf. Aber wenn du mal heiratst, dann musst du doch kochen können. Ja, dann muss ich's halt lernen. Eben, und darum habe ich beschlossen. Was habe ich denn beschlossen? Ja, das musst ja du wissen, das hast ja du beschlossen. Also ja, und darum haben wir beschlossen, du fährst morgen auf die landwirtschaftliche Haushaltungsschule. Na, Magl, wir meinen das da bloß gut. Ja. Ich kann das Kochen auch woanders lernen, und bei uns in der Nähe. In München ist viel besser. Außerdem wohnst du bei unserer Basen, da bist du gut aufgekommen und auf sich, ne? Aber geh, die Hirschberger Zinzi hat auch beim Wirt in Erlbrunn Das gehört. Ist mir ganz egal, was die Hirschberger Zinzi gemacht hat. Du fährst nach München und da lernst du was, da lernst du das Kochen. Und nicht nur das Kochen, sondern modernen Viehstand, den modernen Stall. Da wirst du eine moderne Bäuerin und dann kannst du modern aufkochen. Und wenn du mal heiratest, heiratest doch du einen modernen Bauer, oder nicht? Ja, warum tust du denn du nicht modernisieren? Ich? Dass der Langwieser sagen kann, ich habe ihm alles nachgemacht. Und wie lange muss ich da bleiben? Ein Jahr, sagt der Bruder. Ja. Ein Jahr? Ja, ihr seid's gut. Da darf ich ein ganz Jahr lang mein... Was darfst du ein ganz Jahr lang? Mein Steu und meine Kühe und Ochsen nicht mehr sehen. Das macht nichts, aber wenn du zurückkommst, dann bist du jemand. Dann kannst du aufkochen und das tust du dann. Dann den ganzen Geruch musst du rüberziehen bis nach Aufhausen. Damit der Langwieser die Nasen aufzieht und die Ohren anlegt, mein Lieber. Da sind wir endlich einmal über. Konnte es nicht ein bisschen später sein? Ich muss unbedingt noch was erledigen. Was du zu erledigen hast, das sind deine Koffer zu packen. Sonst gar nichts. Alles andere haben wir bereits erledigt. Nein, ich kann nicht. Und ich mag auch nicht. Was? Bittchen, mach uns keinen Verdruss. Ich möchte das Kochen lernen, aber bei uns in der Nähe und nicht so weit weg. Hm? Michi, weißt du was? Was? Wir gehen raus und lassen wir es allein. Jawohl. Vielleicht kommt es zur Vernunft, wenn es überlegt. Studier nach. Ja? Maria, denk an die moderne Bäuerin. Ja? Ja. Was mache ich denn nur? Mein Gott, wenn ich nur den Jackie verständigen könnte. Da muss doch ein Ausweg geben. Man kann doch nicht einen Menschen so knall und fall in die weite Welt ausschicken, bis nach München. Mary, ist die Luft rein? Jesus, Jackie! Gut, dass du da bist. Ist das aber, wenn dir jemand sieht, du weißt doch, wie gefährlich das ja, ist. Ja, schon, aber ich warte schon eine halbe Stunde da draußen, dass ich dich zum Sehen kriege. Ich muss dir ganz was wichtig sagen. Gottes Willen, ist ein Unglück passiert? Noch nicht, aber es... Betty, mein Betty, wo ist mein Betty? Herrschaft, nein, wer hätte es nicht? Die Welt ist ja schön, wenn es schön ist.
Und jetzt werde ich mir den Michi kaufen. Kaufen, werde man. Da werden ihm die Augen übergehen. Jawohl. So. Und der Bär, da stehen ja so verdammt. Und der Hinter. Du kommst mir grad recht. Mit dir habe ich was Wichtiges zu reden. Also pass. Ich mit dir auch. Pass auf. Lass, musst du nicht mal mir reden lassen, hä? Ich bin der Herr da im Haus. Bitte, bitte. Ja, also jetzt trink mir zu. Wer hat denn den ganzen Wein ausgesoffen? Aber denkt der nächste, bringt dir morgen eine Flasche rüber. Den merkwürdigerweise habe ich denselben. Du nicht schon wieder Speckeln und angeben, gell? Es tust du zuerst einmal richtig stärken, gell? Und du auch. Ich hab's nicht notwendig, aber du. Prost. Prost. Musst denn dabei trunken werden? Jawohl. Denn ich hab versprochen, dass ich dir tröpfelweise beibringe. Was willst mir denn du beibringen? Ja. Nickel, sitzt du bequem? Sehr bequem. Ja? Nickel, dein Hof ist durch und durch sozusagen ein Musterhof, alles elektrisch. Aber eins hast du im Bälde nicht mehr. Und da werde ich dir dann über sein. So? Ja. Was habe ich denn nicht? Eine elektrische Hauserin. Brauche ich nicht, ich habe eine lebendige. Ja. Da kann mir kein Mensch auf der Welt ersetzen. Aber nicht mehr lang. Oh, da ist der nicht noch sehr lang. Oh, 6 Wochen ist nicht lang. Wieso 6 Wochen? Weil. Nickel, sitzt du wirklich gut? Was hat denn das mit dem Sitzen zu tun? Weil ich mit deiner Schwester einig bin und in einigen Monaten heirate. Ah, gell? Das gibt deinem Musterhof einen Schlag. An sowas hast du nicht denkt. Gott, ich schneid und bitte dich um ein Puzzle. Vielleicht kriegst du sogar einen. Ist wahr? Was für ein Hamisch reiten da so? Der Hamisch war ich. Also du. Ja? Du darfst es, ja, weil du bist ja unser Leithammer. Ja, was? Nein, ich hab gemeint, du leitest. Ja, immer, komm, das erinnert sich, das war der Katze. Schreit der Aff wie ein Jochgeier. Alter, lässt hier noch frei. Und so viel Zeit wirst du schon haben, aber du hast Kaffee und auf den Nudeln, oder? Ja, so gerne die Nudeln ist, aber. Ja, also. Heute liegt noch was im Morgen und da möchte ich ja nicht stören. Ja, wen störst denn du? Hm. Heute am Sonntag, da kommt vielleicht mal ein unerwarteter Besuch. Zu uns nicht. Such das nicht, Papet. Und mit dem Bruder wirst du auch noch was zum Reden haben, oder? Nein, mit dem kann man nicht reden. Mit dem muss man schimpfen. Schau dir das an. Hat er wieder Flaschen Wein angepatzt und 2 Gläser Wein. Aufräumen muss er es ja nicht, gell? Wenn er die Babette räumt es auf, aber die räumt es ihm nicht auf, mein Lieber. Der, wenn ich bald heirat, dann schau ich mich um einen. Ja, das war recht. Na, aber müsst ihr heiraten, ne? Der darf sich anschauen, mein Lieber. Ich hab gesagt, ich räume nicht auf, verstehst? Weißt du was, Lenz? Hä? Sitz dich hin. Und trink du den Wein aus. Okay? Ja, ja. Ich geh dir bei mir kommen und machen wir es bequem. Das ist recht. Ein Wein und 2 Gläser. Da müssen 2 Leute da gewesen sein. Tiroler Silberleiten. Den kenne ich. Den trinkt nur der Langwieser. Da im Haus sind sie nicht. Das Dorf sind sie auch nicht gegangen, sonst wären sie mir begegnet. Ich muss die Geschichte mal von der anderen Seite betrachten.
Da sind sie nicht. Da sind sie auch nicht. Und da sind sie. Sind's. Da stehen es benannt, die zwei. Hand in Hand. Jetzt geben sie sich ein Puzzle auch noch. Langsam, Michi, langsam, nur der druckst ja. Gott, nein, geht dir der Mensch ins Zeug. Ja, mei, bei denen zwei, da steht einer Wiedervereinigung nichts mehr im Wege. Jawohl. Lenz? Ja? Schaust du nach dem Wetter? Nein, nein, ich schau nach meine Schaf, was? Was? Das ist aber komisch. Warum? Die stehen doch auf der Ja, also gut. Checki, ja, komm, setz dich mal her zu mir, bitte. Gern, wenn's dir eine Freude macht. Ja, Frau. Ja, dann setz dich du zu mir rüber, Mary, damit du nicht so allein bist. Gern. Ja. So. Ja. Ja. Das ist gut. Dann lernen wir uns ein bisschen näher kennen, gell? Ja. Eben. Eben. Ja. Ja. Also ich bin froh, dass wir wieder daheim sind. Ja, und ich auch. Ja, ich war froh, wie wir schon überstanden hätten. Was? So Kleinigkeiten von früher. Ja. So? Ja. Und ich hab mir gedacht, ihr seid euch schon über alles einig? Ja, einig sind wir schon. Aber klar ist noch nicht alles. Ja. Ja, was habt's denn überhaupt? Ist jemand gestorben? Ja. Im Gegenteil. Ja. Fang halt einmal an, du Feigling. Ich probier's nicht. Checki? Ja? Schau mich an, ob. Was? Ob mein Krawattel richtig sitzt. Gut, auch noch. Ja? 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 Mhm. Mary, schau mich einmal an, ob. Ja. Ob. Was? Ob ich noch keine grauen Haare habe. Also, wie sich noch kurz. Ja. Checki? Ja? Ich bin. Was bist du? Ich bin so nervös, dass ich das gar nicht sagen kann. Mary. Ja? Ich bin. Was bist du denn? Heut gar nicht gut benannt. Ich weiß nicht, was das ist. Vater. Ja? Schau mich einmal an. Ja? Vater, schau mich einmal an. Ja? Ich bin dein rechtmäßiger Sohn. Hm? Ich bin deine rechtmäßige Tochter. Nur, das war eine schwere Geburt. Es ist mir leichter. Vater, ja. Ich bin ja so stolz auf dich. Ja. Vater, ja. Aber ein bisschen mehr Schneid hätte dir schon zutraut. Ja. 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 Das Kinderkriegen ist gar nicht so schwer. Oh, in dem Fall aber schon. Der Checki, ja, sag mal, woher wisst denn ihr das? Dass unsere Väter mit Angst und Bang auf uns warten. Ja. Der Lenz hat uns am Bahnhof erwartet. Der Lenz. Und hat uns Tipferl für Tipferl und Tröpferl für Tröpferl beibracht. Ja. Na. Ja. Na, Vater. Was? Ist er jetzt besser? So gut wie noch nie in meinem Leben. Ja. Und dir, Vater? Ja, ich komme mir vor wie eine Kuh, die ein Kalb bekommen hat. Ja. Ist die Geburt schon vorüber? Ja, ja, Lenz, ja. Lenz, komm mir. Du hast recht, ja. Aber mal probier's halt einmal. Vielleicht nimmt's dir ja, gell? Mhm. Eine Frau mit einem ledigen Kind, die muss ja froh sein, wenn's überhaupt unter die Haube kommt. Hat mir einmal einer gesagt. So, wer denn? Ja, du, wenn mich das Unglück getroffen hat. Mei, Michel, das vergiss ich dann nie, das sag ich dir. Ja. Überhaupt im Gefühl, das Mädel, das geht dein Leben. Rückkommt so ein Blödsinn, ich mag das Mädel genauso gern. Aber ärgern tut's mich halt immer. Ne? Na, da siehst du's, dabei arbeitet das Mädel wie eine Magd. Aber zu modern ist sie mir. Mit den amerikanischen Hosen läuft die rum, ne? Das macht sie nicht mit Absicht, mit Fleiß. Ach, und sowas ärgert mich. Ist denn das, kehrst du das oder schickst du das für ein Bauernmädel? Du, das sind die Zeiten heute, da können wir nicht mehr mitreden. Da lang wie so ein Kathi, ein Bub, der geht auch mit Röhrlhosen, Pullover und spitzige Schuhe am Sonntag in die Kirche. Der Bub müsste mir kennen, mein Lieber. Den darfst du schon vergehen. Du hast leicht drin. Du hast ja kein Kind. Naja, Gott sei Dank, so weit habe ich mich nicht vergeben. Wie ich, willst du sagen, gell? Ein Breitwieser, seine Schwester, hat ein lediges Kind. Ja. Wenn ein anständiger Kerl gewesen wäre, der Vater von deinem Kind, dann hätte er sich gemeldet. Ja. So oder so. Red die leicht. Hättest du gemeldet?
Ich schon, weil ich Charakter hab. Dann sei froh. Hör ja auf mit den alten Geschichten. Was kramst du denn über das alte Zeug raus? Geht zu. Lass mal mehr Ruhe, ich lang für heute. Ja, weiter, komm. Sind wir wieder gut, komm. Ich hab nicht angefangen. Ich weiß, ich hab nicht angefangen, aber jetzt sind wir wieder gut. Komm, jetzt gehen wir auf Muskeln. Ne? Jetzt stehst du wieder ja, in den Busluft drin. Hin, wir sappeln sie mit noch einmal. Das darf doch nicht wahr sein. Was macht denn das hier da? Fußwaschung, das siehst du ja. Bist du schon da, Madel, hä? Mit dem Ochsenspann kommst du ja nicht weiter. Es pressiert ja auch nicht. Okay. Der Langwieser-Check ist mit seinem Traktor genau dreimal hinausgefahren mit seinem Mist. Bis ich einmal draußen war. Hat der Langwieser jetzt Ross? Warum? Weißt du, gesagt, dass der Langwieser sein Scheck? Geh. Okay. Ich mein doch, der Langwieser hatte ihren Buren. Ja, der heißt doch Jackel. Mir sagen Check. Check? Ja, Jackel ist so geschert. Was? Du, im Vorbeifahren hat er zu mir gesagt: Mary, tu mal dein Tempo ein bisschen bremsen. Jetzt hast du nämlich gerade die Alpist-Biegler-Kathi mit ihrem Stelzfuß überholt. Hm? Ja, nicht, dass du gestraft wirst wegen zu schnell fahren. Bye, bye. Also, Mädel, tu mir einen Gefallen und redet immer Französisch mit mir. Geh, das ist doch Englisch. Für dich vielleicht, für mich ist Französisch. Weißt du, ein bisschen rückständig sind wir schon in der Landwirtschaft. Wir sind die Einzigen, die nur mit den Ochsen und den Ross fahren. Na bitte, mit den Ochsen und mit den Ross. Da kann man sich unterhalten, da kann man sprechen damit. Aber beim Motor, da muss man aufpassen. Okay, aber schneller geht's. Und der Tag ist dreimal so lang. Na, mir pressiert's ja nicht, ich hab ja Geld. Bloß die, die sich so schicken, die haben keins. Ach. Ich weiß, ich hab angefangen, aber jetzt sind wir wieder gut. Komm, jetzt gehen wir auf den Muskel, ne? Jetzt stehst du wieder ja, in den Busluft drin. Hin, wir sappeln sie mit noch einmal. Ja, das darf doch nicht wahr sein. Was machst du denn hier da? Fußwaschung, das siehst du ja. Bist du schon da, Madel, hä? Mit dem Ochsenspann kommst du ja nicht weiter. Es pressiert ja auch nicht. Okay. Der Langwieser-Check ist mit seinem Traktor genau dreimal hinausgefahren mit seinem Mist. Bis ich einmal draußen war. Hat der Langwieser jetzt Ross? Warum? Weißt du, gesagt, dass der Langwieser sein Scheck? Geh. Okay. Ich mein doch, der Langwieser hatte ihren Buren. Ja, der heißt doch Jackel. Mir sagen Check. Check? Ja, Jackel ist so geschert. Was? Du, im Vorbeifahren hat er zu mir gesagt: Mary, tu mal dein Tempo ein bisschen bremsen. Jetzt hast du nämlich gerade die Alpist-Biegler-Kathi mit ihrem Stelzfuß überholt. Hm? Ja, nicht, dass du gestraft wirst wegen zu schnell fahren. Bye, bye. Also, Mädel, tu mir einen Gefallen und redet immer Französisch mit mir. Geh, das ist doch Englisch. Für dich vielleicht, für mich ist Französisch. Weißt du, ein bisschen rückständig sind wir schon in der Landwirtschaft. Wir sind die Einzigen, die nur mit den Ochsen und den Ross fahren. Na bitte, mit den Ochsen und mit den Ross, da kann man sich unterhalten, da kann man sprechen damit. Aber beim Motor, da muss man aufpassen. Okay, aber schneller geht's. Und der Tag ist dreimal so lang. Na, mir pressiert's ja nicht, ich hab ja Geld. Bloß die, die sich so schicken, die haben keins. Ach, wenn wir nicht so modern sein wollen, wird der Langwieser. Aber einen Traktor könnte man schon zulegen. Einen Traktor? Mhm. Ich kann fast schon fahren damit. Was? Ja. Wer hat denn das beigebracht? Der Jackie. Der Jackel? Nein, der Jackie. Mhm. Ja, der hat mir's gezeigt und hat mir ein paar Mal fahren lassen. Das ist ganz leicht. Ja, kommt gar nicht in Frage, dass ich die Sitten und Gebräuche bei mir abschaffe. Hast du nicht Hunger, Madel? Möchtest du nicht was essen? Einen Mordshunger habe ich. Also, geh in die Küche, da findest du was. Ja, ist recht, Madel. Na, jetzt sag einmal selber, sind das Ansichten von einem Bauernmadel, hä? Ja, mei. Ja, mei, ja. Und die, oh, Jackie, sagt sie zum Jackel. Und Mary. Und die Hose, wenn ich schon sehe, die konnte kein Arisch werden, ne? Das, hat das noch mit dem bayerischen Brauchtum was zu tun? Die Zeiten sind anders, die jungen Leute denken anders darüber. Ach was, früher war es doch auch nicht anders. Freilich, die Sennerinnen haben auch blaue Hosen noch gehabt. Ja, die Sennerinnen. Ja. Oben auf der Alm. Freilich, die Jäger sind auch raufgekommen. Ja. Und die Touristen. Die Touristen, die Touristen, die haben gelacht drüber. Und die Jäger haben beizt. Ja, die Jäger schon, aber nur bei der Nacht, da hat die Sennerin keine Hose angehabt. Ja. Ja, nein, ich weiß nicht, Was studierst du? Ich weiß nicht, ob der Langwieser Jackel und unsere Maria nicht miteinander ein bisschen passieren und sperren sollen, hm? Okay, wir kommst du hier, ne? Ja. Und jetzt hat er gemeint, es wäre in seinem Sinne, wenn die zwei ein Paar werden würden. Ne? Da
Aber dann habe ich ihm meine Meinung gesagt. Das war doch nicht so schlimm, wenn die zwei heiraten taten. Was war? Ich hab gesagt zu ihm. Du wirst nicht glauben, dass ich unsere Maria auch einen gib, der nicht einmal eine Missgabe in die Hand nehmen kann. Hä? Und? Was hat er gesagt? Na, er hat gesagt, da muss ich dir recht geben. Ich gebe unserem Buben auch keine Frau, die wohl nicht einmal kochen kann. Die mit einer Realhosen rumläuft. Die nicht einmal einen Lichtschalter kennt. Jawohl, und da bin ich sauer geworden, oder was? Ja? Ja. Dann habe ich gesagt, was? Ich schicke unsere Maria morgen auf die landwirtschaftliche Haushaltungsschule. Dann sind die zwei getrennt und die Posiererei hat ein Ende. Morgen schon? Ja. Ja, denk halt einmal nach. Wir brauchen doch das Mädel, wir haben eh nicht genug Hände. Was hat denn Hände? Dann kaufe ich, wenn es sein muss, kaufe ich einen Traktor. Ja. Da spannst du den Ochsen davor, weil du kannst nicht Traktor fahren und ich auch nicht. Na, da wird sich auch ein Ausweg finden. Du, hab ich da als Mutter vielleicht auch was zum Sagen? Okay. Jetzt denk doch einmal zurück. Was soll ich denn mit an dein verpuschtes Leben, oder? Ja, wo soll's denn hin? Nach München. Um Gott, so eine Großstadt. Was heißt Großstadt? Da wohnen sie bei unserer Basen und da ist sie gut aufgehoben und in besserer Aufsicht als wir bei uns da, ne? Ja, in Gottes Namen. Ja. Lass mal schauen, was Mädel dazu sagt. Mann, hol's gleich einmal rein, dann werden wir sie gleich schmackhaft machen, ne? Ja. Maria? Ja, Mama? Guck mal. Ja. Was ist denn? Na, komm mal her. Was ist denn das? Ein Lichtschalter. Und da sagt dieser Trottel, dass der noch kennt nicht einmal einen Lichtschalter. Wer sagt das? Na, den kennst du nicht, da sitzt er wieder. Was ist denn? Sag mal, kannst du kochen? Ja, nicht arg viel. Hm? Kartoffeln und einen Kaffee halt. Aha. Kannst du Rasierwasser warm machen? Ich hab halt noch keine Zeit gehabt zum Lernen. Eben. Ja, wenn ich immer im Steuer und am Feld draußen sein Nein, muss. Ich mach dir ja keinen Vorwurf. Aber wenn du mal heiratst, dann musst du doch kochen können. Ja, dann muss ich's halt lernen. Eben, und darum habe ich beschlossen. Was habe ich denn beschlossen? Ja, das musst ja du wissen, das hast ja du beschlossen. Also ja, und darum haben wir beschlossen, du fährst morgen auf die landwirtschaftliche Haushaltungsschule. Na, Magel, wir meinen es da bloß gut. Ja. Ich kann das Kochen auch woanders lernen und bei uns in der Nähe. In München ist viel besser. Außerdem wohnst du bei unserer Basen, da bist du gut aufgekommen und auf sich, ne? Aber geh, die Hirschberger Zenz. Mir ist nämlich am Freitag ein Engel erschienen. Du, wenn der Freitag der 13. war, dann ist schlecht. Freitag der 13. ist immer schlecht. Ja, pass auf, dieser 13. Engel hat zu mir gesagt, Lenz hat er gesagt, du musst jetzt zum Denken anfangen. In einer Geschichte, die sie vor 20 Jahren abgespielt hat. Und da kannst du ein gutes Werk vollbringen, hat er gesagt. Ja? Mhm. Ein gutes Werk bei unserem Bauern. Das kannst du sparen. Der ist reich genug. Oh mein Mädel. Weißt, es gibt Leute, da stimmt das Sprichwort reich im Beutel, arm im Herzen. Ja? Mhm. Also das kann ich mir nicht denken. Ja. Im Denken warst du das ganze Jahr arbeitslos. Da schau her, Lenz, da kommt jetzt der Bauer, gell? Du, ich komme mal zu dir auf deine Schafweide, ja? Ja, schon, aber im Moment da kriege ich nicht ein Schaf mehr auf meiner Pferche unter, weißt? Ja, ich komme nicht zu den Schaf, ich komme doch zu dir. Ach so, ja. Ja, dann brauchst du keine Angst nicht haben, Lenzi. Ich bring schon was mit. Eine Brotzeit und was zum Trinken, gell? Ist schon recht, Silly. Da meine ich, ist besser, wenn ich meine Schafe ins Ausland treibe. Ja, der Lenz, ja. Ja, was tust denn du? Was ist denn los, dass du halt da bist? Ja, was soll los sein? Heute ist Sonntag und da haben meine Schafe keinen Ausgang. Ne? Ach so? Bist du schon lang da? Nein, auf einen Kaffee und eine Nudel. Ne? Ja? Gehst du auf die Jagd? Wieso? Weil du einen Feldstecher um hast, ne? Also,
Naja, ich bin halt ein moderner Schäfer. Ja. Aber, Breitwieser, du glaubst nicht, wie weitsichtig ich in die letzten Tage geworden bin. Ja? Mhm. Was hat denn der gekostet? Ja, nicht viel. Nee? Ja, gar nichts. Den hat mir der Langwieser verehrt. Na. Mhm. Ja. Der gibt's aber noch weh. Ja, ja, der hat sich ein neues Jagdglas gehabt. So? Mhm. Naja. Du glaubst ja nicht, was du dadurch alles siehst. Ich war? Ja. Du, das zieht sich alles zum Greifen nachher. Ja? Mhm. Ja, da brauchst du einen Rehbuch, brauchst du nicht mehr da schießen, den kannst du mit dem Stecken da schlagen. Okay. Schon aus, ja? Okay. Wie der Sach? Komm. Machst du schon, pass auf. Warte, ich stell das ein. Ja? Mhm. Na? Was ist denn? Na, komm her. Was ist denn das? Ein Lichtschalter. Und da sagt dieser Trottel, dass der noch kennt nicht einmal einen Lichtschalter. Wer sagt das? Na, den kennst du nicht, da sitzt der wieder. Was ist denn? Sag mal, kannst du kochen? Ja, nicht arg viel. Hm? Kartoffeln und einen Kaffee halt. Aha. Kannst du Rasierwasser warm machen? Ich hab halt noch keine Zeit gehabt zum Lernen. Eben. Ja, wenn ich immer im Steuer und am Feld draußen sein Nein, muss. Nein, mach dir ja keinen Vorwurf. Aber wenn du mal heiratst, dann musst du doch kochen können. Ja, dann muss ich's halt lernen. Eben, und darum habe ich beschlossen. Was habe ich denn beschlossen? Ja, das musst ja du wissen, das hast ja du beschlossen. Also ja, und darum haben wir beschlossen, du fährst morgen auf die landwirtschaftliche Haushaltungsschule. Na, Magel, wir meinen das da bloß gut. Ja. Ich kann das Kochen auch woanders lernen. Und bei uns in der Nähe. In München ist viel besser. Außerdem wohnst du bei unserer Basen. Da bist du gut aufgekommen und auf sich, ne? Aber geh, die Hirschberger Zinzi hat auch beim Wirt in Erlbrunn Das gehört. Ist mir ganz egal, was die Hirschberger Zinzi gemacht hat. Du fährst nach München und da lernst du was. Da lernst du das Kochen. Und nicht nur das Kochen, sondern modernen Viehstall, den modernen Stall. Da wirst du eine moderne Bäuerin und dann kannst du modern aufkochen. Und wenn du mal heiratest, heiratest doch du einen modernen Bauer, oder nicht? Ja, warum tust du denn du nicht modernisieren? Ich? Dass der Langwieser sagen kann, ich habe ihm alles nachgemacht. Und wie lange muss ich da bleiben? Ein Jahr, sagt der Bruder. Ja. Ein Jahr? Ja, ihr seid's gut. Da darf ich ein ganz Jahr lang mein... Was darfst du ein ganz Jahr lang? Mein Steu und meine Kühe und Ochsen nimmer sehen. Das macht nichts, aber wenn du zurückkommst, dann bist du jemand. Dann kannst du aufkochen und das tust du dann. Dann den ganzen Geruch musst du überziehen bis nach Aufhausen. Damit der Langwieser die Nasen aufzieht und die Ohren anlegt, mein Lieber. Da sind wir endlich einmal über. Kann das nicht ein bisschen später sein? Ich muss unbedingt noch was erledigen. Was du zu erledigen hast, das sind deine Koffer zu packen. Sonst gar nichts. Alles andere haben wir bereits erledigt. Nein, ich kann nicht. Und ich mag auch nicht. Was? Bitteschön, mach uns keinen Verdruss. Ich möchte ja das Kochen lernen, aber bei uns in der Nähe und nicht so weit weg. Hm? Michel, weißt du was? Was? Wir gehen raus und lassen wir es allein. Jawohl. Vielleicht kommt es zur Vernunft, wenn es überlegt. Studier nach. Ja? Maria, denk an die moderne Bäuerin. Ja? Ja. Was mach ich denn nur? Mein Gott, wenn ich nur den Jackie verständigen könnte. Na, da muss doch ein Ausweg geben. Man kann doch nicht einen Menschen so knall und fall in die weite Welt ausschicken, bis nach München. Mary, ist die Luft rein? Jesus, und was ich kann? Ja, was du kannst, zwei Teile wissen wir schon. Ja, ja. Also, wenn wir gerade vom Kochen reden, Bayern, haben wir noch ein bisschen Sauerkraut draußen in der Küche. Ich weiß doch, ein ganzes Fassel voll. Ich habe einen solchen Appetit auf ein Sauerkraut. Ich kann da ganze Torten essen. Ja. Was? Ich weiß was, mit dem jetzt die kleinen Bamsen was zum Essen geben. Hä? Die werden einen Hunger haben. Komm her, ja, und trocken legen werden wir es auch müssen, ja, gell? Ja. Warte, Mutter, ich geh mit. Ja, und ich auch. Nein, ihr bleibt da. Aufs gell? Kinder aufziehen haben wir noch nicht verlernt, ja. Gell? Ja. Kann ich was helfen? Ich bin auch ein alter Wickler. Ja. Ja. Wir können euch überhaupt nicht brauchen, gell? Was? Denkt an den Vatertag. Jetzt kommt der Moment, wo der Affe ins Wasser springt. Wie sag ich's meinem Kinde? Sag's für mich auch gleich mit. Du warst beim sündigen Alor, also musst du jetzt Alor reden. Ja, also gut.
Checkin. Ja, komm, setz dich mal her zu mir, bitte. Gern, wenn's dir eine Freude macht. Ja, Fräule. Ja, dann setz dich du zu mir rüber, Mary, damit du nicht so allein bist. Gern. Ja. So. Ja, bitte schön. Ja. Das ist gut. Dann lernen wir uns ein bisschen näher kennen, gell? Ja. Eben. Eben. Ja. Ja. Also ich bin froh, dass wir wieder daheim sind. Ja, und ich auch. Ja, ich war froh, wie wir schon überstanden hätten. Was? So Kleinigkeiten von früher. Ja. So? Ja. Und ich hab mir gedacht, ihr seid euch schon über alles einig? Ja, einig sind wir schon. Aber klar ist noch nicht alles. Ja. Ja, was habt's denn überhaupt? Ist jemand gestorben? Ja. Im Gegenteil. Ja. Fang halt einmal an, du Feigling. Ich probier's nicht. Kiki? Ja? Schau mich an, ob. Was? Ob mein Krawattel richtig sitzt. Gut, auch noch. Ja? Ja. Ja. Mary, schau mich einmal an, ob. Ja. Ob. Was? Ob ich noch keine grauen Haare habe. Also, wie sich noch kurz. Ja. Kiki? Ja? Ich bin. Was bist du? Ich bin so nervös, dass er das gar nicht sagen kann. Mary. Ja? Ich bin. Was bist denn? Ich hab gar nicht gut benannt. Ich weiß nicht, was das ist. Vater. Ja? Schau mich einmal an. Ja? Vater, schau mich einmal an. Ja? Ich. Tatsächlich, wie kommt denn der da her? Ja, was mir die Babette wohl zum Sagen hat. Es muss nicht gut um sie stehen, dass sie nach mir verlangt. Ja, wäre schade, wenn ihr was Ernstliches passieren würde. Naja. Grüß Gott. Ja, Betty. Mitti. Ja, das ist jetzt gut. Was ist gut? Dass du nicht im Bett bist. Was soll im Bett? Ja, man hat mir ja gesagt, du wärst sehr herzkrank und ich soll kommen und jetzt bin ich da. Wer hat das gesagt? Der Lenz. Der Lenz? Du, der war gerade vor einer Viertelstunde noch da. Den Lenz, wenn ich erwisch, mich so zu foppen. Sag mal, was der Liebe, ich war sterbenskrank. Nein, gewiss nicht, Barnett. Mich freut's, dass du gesund bist. Und aber da weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ja, ja. Wenn man sich 20 Jahre aus dem Weg geht, gell, dann fällt einem das Reden schwer. Setz dich doch hin. Ja, ja. Wie geht's dir denn, Babette? Ach, bin zufrieden. Das gefällt mir. Okay, weiter, bleib doch sitzen, Niki. Du wärst ja müde von dem weiten Weg, den du gemacht hast. Und was sonst? Ja, ja. Ja, ja, so ist's. Das sag ich auch. Wird doch die Zeit vergeht, gell? Und hat sich so viel ereignet. Sei mir nicht besser, Babette, aber ich weiß nicht, was ich reden soll. Hast früher so schöne Sachen zum Sagen gewusst. Babette, wenn ich damals gewusst hätte, dass ich einmal eine große Erbschaft mache und ein reicher Bauer werde, nachher wäre vieles anders geworden. Was war anders geworden? Alles. Ich hätte geheiratet, trotzdem. Was trotzdem? Trotzdem du mich hintergangen hast. Ich hab dich hintergangen. Ich hab dich verstanden. Was hättest du denn mit einem Chlorhäusler gemacht? Deswegen habe ich dich mit dem Nächstbesten von der Straße hintergangen. Ja, oder willst du mir vielleicht sagen, dass dir der Storch das Kind gebracht hat? Nein, gewiss nicht. Na also. Und hätte alles so schön werden können. Und jetzt bin ich ein reicher Bauer und habe einen großen Hof und keinen Erben. Keinen Erben hast? Okay, das ist doch nicht schlimm. Machst du es halt wie ich, nimmst du die Nächstbeste von der Straße und schon hast du einen Erben. Babette, für was hältst denn du mich? Für das Gleiche, für das du mich hältst. Ja, was soll ich denn da denken? Jetzt nichts mehr, Nickel. Früher hättest du denken sollen. Ich hab denkt genug. Was bei euch Mannsbrüdern schon denken war. Schau mich einmal an. Ja? Ich bin dein rechtmäßiger Sohn. Ich bin deine rechtmäßige Tochter. Nur, das war eine schwere Geburt.
jetzt ist mir leichter. Vater, ja. Ich bin ja so stolz auf dich. Ja. Ja. Vater, ja. Aber ein bisschen mehr Schneid hätte da schon zutraut. Ja. 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 Das Kinderkriegen ist gar nicht so schwer. Ah, in dem Fall aber schon. Der Tschäki, ja, sag mal, woher wisst ihr das? Dass unsere Väter mit Angst und Bang auf uns warten. Ja. Der Lenz hat uns am Bahnhof erwartet. Der Lenz. Und hat uns Tipferl für Tipferl und Tröpferl für Tröpferl beibracht. Ja. Na. Ja. Na, Vater. Was? Ist er jetzt besser? So gut wie noch nie in meinem Leben. Ja. Und dir, Vater? Ja, ich komme vor wie eine Kuh, die ein Kalb bekommen hat. Die Geburt schon vorüber. Ja, ja, Lenz, ja. Lenz, komm da rein. Unsere Väter sind wohlauf und gesund. Ja. Und wir zwar, wir holen jetzt unsere Mütter. Ja, du hast recht. Komm, Jackie. Ja. Lenz, du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Ja, das weiß ich schon. Na, wie geht's euch denn? Na, wir haben das gemacht. Wir haben das gemacht. Hey, wenn's nach euch gegangen, dann werden die Kinder vaterlos sterben. Was? Ja. Ja, ja. Das ist, habt ihr euch schon bedankt beim Lenz? Jawohl. Haben wir. Das haben wir. So. Jetzt können wir Vatertag feiern. Nein. Jetzt hab ich alle Schafe in meiner Pferde. Ja. Jetzt reden wir erst einmal über das Heiratsgut. Was? Kinder, okay, die Katja und ich, wir haben draußen uns überlegt, was wir da aufschreiben, haben euch jedem eine Rechnung geschrieben und ihr hofft, ihr seid einverstanden. Jawohl. 20 Jahre Alimente pro Monat, 50 Mark, 12.000 Mark. Schmerzensgeld und Wartegeld, 3.000 Mark, zusammen 15.000 Mark. Aha, das ist sozusagen eine Lustbarkeitssteuer nach. Wird genehmigt, wird genehmigt. Also dann, bedankt euch bei euren Vätern, bei den Zäunen. Ja. Aha, wir haben die Kinder nur geliebt. Ja. Ja. Vater, ich danke dir schön. Du bist ein großer Kavalier. Ja. Vater, ja? Ich danke dir auch recht schön. Was? Ich bin stolz auf dich. Ja. Also, was ihr in der kurzen Zeit alles geworden seid, ist nicht zu glauben. Schwager, Schwiegervater, Vater und Großvater. Ja. Also, mehrer kannst du von einem Menschen nicht verlangen, kaum. Lenz! Ja, was ist denn? Lenz, du bist ja. Stell dir vor, ich komme jetzt gerade vom Doktor. Was? Und wenn das stimmt, was der gesagt hat, dann bist du in 8 Monaten. Die schlechte Häuslerstochter Kathi ein lediges Kind hat. Na ja, später wie auf Urlaub da war. Jawohl. Also, und jetzt rechnet einmal. Ja? Am 28. August waren wir das letzte Mal beieinander. Hm? Und am 27. Mai ist mein Kind auf die Welt gekommen. So, Mittel. Jetzt nimm mal deine Finger in die Hände und fangst zählen an. So weit wärst du noch zählen können. Ja, ja. Und was bringst du zusammen? 9. Stimmt. Und damals, wirst du damals auf Besuch gekommen bist, da war dein Bub genau 6 Wochen alt. Mei. Ja, Kathi. Ja, das. Das ist das Einmaleins unserer Liebe. Aber das wäre doch bestimmt nicht schwer gewesen, das zu erraten. Ja, aber Kathi, sag einmal, warum hast du mich denn nicht als Vater angegeben? Das wollten meine Eltern nicht. Und du weißt ganz genau, wie dein Vater, was der für Meinung gehabt hat über die Häuslerleute. Ja, wen hast du denn als Vater angegeben? Unbekannt. Und was ich wegen dem Unbekannt mitgemacht habe, das kannst du dir ja vorstellen. Ja, aber Kathi, du musst doch jetzt sofort was geschehen, oder? Na, das Geschehen ist geschehen, das lässt sich nicht mehr ändern. Ja, das. Aber ganz ehrlich gesagt, du kannst stolz sein auf den Buben. Ich war. Schau her, ich hab einen Brief gekriegt. Ja. Was glaubst du, was er schreibt? Also, liebe Mutter. Ja. Ja, das andere interessiert ja nicht. Hm. Und dann kann ich dir noch mitteilen, dass ich das Diplom bekommen habe. Diplom. Vielleicht kannst du, liebe Mutter, mir 150 Mark schicken, denn es ist der Brauch, dass man das feiert. Ja. Hast du ihm das Geld schon geschickt? Nein, morgen schicke ich es. Das kriegt er von mir. Ja. Ja, du warst ja gut. Ja, was ist heute? 1, 2, 3, 4, 5, das 250 Mark. Ja. Dankeschön. Jawohl. Ja. Und Kathi, und jetzt wird sofort geheiratet. Geht's krumm oder grad? Ach, also, Michael, das hab ich nicht wollen. Ja, wie ich will's.
Und dein Bruder, der kann mich gern, haben die es gar nicht wert, dass er so eine Schwester hat wie du. Herrgott, auf das freue ich mich schon, wenn ich's im Tröpfel weiß beibring. Doch, da kann er nicht mehr spätteln, da bin ich ihm endlich über. Nein, noch ist es ja nicht so weit. Was? Und wenn's so weit ist, dann vergiss ja nicht, dass der Nickel dein Schwager wird. Schwager hin, Schwager her. Zu dieser großen Freude kannst du mir die Kleine ruhig lassen. Also gut, aber ja? Jetzt muss ich wieder gehen. Ja, Matti, geh mit, wir gehen ja hinten übers Feld, gehen wir gleich raus. Ich hab noch allerhand mit dir zu reden und vielleicht habe ich sogar die Schneid und bitte dich um ein Puzzle. Vielleicht kriegst du sogar einen. Ist wahr?